Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Moment, Bochum? Warum denn in aller Welt Bochum? Na gut, ist eure Show. Ich werd hier ja nur fürs Vorlesen bezahlt. 3 Bier, 2 Nerds, 2 Chris, eine Show. Hier kommt Nerdikrismus, die nerdige Labershow mit The Last Geek Tonight. Und hier sind eure alten, weißen Nerds. Hier sind Chris und Chris. Hallo! Und bitte schreibt ja und ja, ich habe wieder das rote Mikro an und ich hoffe, es hört sich halbwegs in Ordnung an. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das alte zu checken. Ach, ja. Ja, herzlich willkommen Sonntagmorgens. Hier sind Chris und Chris. Warum sitzen wir am Sonntagmorgen da? Weil man uns Wetten, das nicht angeboten hat. Also haben wir Zeit. Ja. Wenn man es dir angeboten hätte, hättest du es angenommen? Ja, sicher. Ernsthaft? Ich moderiere die Scheiße aus dem Stand raus. Ernsthaft? Ja, sicher. Warst du so ein großer Wetten, das Fan? Nee, aber so schlecht kann man es ja, wie es die anderen gemacht haben, außer Gottschalk, kann man es ja gar nicht machen. Also schlechter geht's ja nicht. Also ich muss dazu sagen, Markus Lanz habe ich nie gesehen. War Katastrophe. Keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Nie gesehen. Natürlich als Kind den DDR-Star Wolfgang Lippert natürlich gesehen. Der war halt auch eine Katastrophe. Und ja, wir Ossis fanden, also ich fand das toll. Ne, unser Lippi, der da das moderiert hat, ich fand das ganz großartig und war zutiefst empört, als er abgesetzt wurde. Ich fand den so schrecklich. Der hatte immer so ein... Ich fand seine Moderation nie natürlich. Sondern die klangen immer sehr gestelzt, gekünstelt, so ein bisschen so vom... Ja, man hätte ihm, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Zeit geben müssen, reinzuwachsen. Er war, glaube ich, vielleicht mörderisch angespannt, was er verstehen kann bei dem Erbe. Ja, kann er. Und hast du Frank Elstner noch? Ja, sicher. Ja, hast du gesehen? Okay. Das war ein... Weil habe ich nie irgendwie gesehen. Das war ein... Das ist in der Zone nicht heimlich geguckt. Nee, also zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern. Ich war ja auch ein Teil der Ahnungslosen. Okay, ja, stimmt, haben wir schon gehabt. Nee, es ging, das waren schon immer Highlights, samstagabends, ich kann ja gar nicht sagen, wie oft das kam, 4-mal im Jahr oder so, so oft war das ja, glaube ich, gar nicht. Und da war natürlich dann auch immer, also für mich war immer ein Highlight, jetzt erinnere ich mich noch sehr lebhaft dran, kannst du auch auf YouTube nachgucken, wie Bud Spencer und Terence Hill dann mal da bei Frank Elstner waren. Also wir haben die Gottschalk-Sendung, die haben wir natürlich geguckt, ab da, wo man es empfangen konnte und sehen konnte, und das war Familienunterhaltung. Da saß die ganze Familie am Samstagabend davor und hat sich das von vorne bis, also von Anfang bis Ende angeguckt und das auch toll gefunden. Also das war ein Highlight, absolut. Ja, also ich glaube auch nicht, dass sich das Showformat überlebt hat. Glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Doch, es hat sich zu einem Punkt hat es sich überlebt. Ja. Weil da hat es auch mich als Zuschauer irgendwann verloren. Ja. Nämlich, aber vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung. Mhm. Aber in meiner Erinnerung war das Anfang der 90er und so, haben die Wetten, beziehungsweise die Wetteinsätze, die gemacht wurden, die hatten noch eine Bedeutung. Ja. Da war es nicht einfach nur, ich mache dann 3 Sekunden Handstand und summe dabei eine Melodie, sondern da war irgendwie, ich mache für den wohltätigen Zweck das und das und so weiter. Da hatten die Wetteinsätze, die die Wettpaten gemacht haben, eine Bedeutung. Ja. Und das ist irgendwann so ins Lächerliche und einfach nur irgendwelche bescheuerten Aktionen abgedriftet. Ja. Und damit hat es mich verloren. Glaube ich. Und ich glaube, wenn es das nicht gemacht hätte, wenn es auch weiterhin dabei gewesen wäre, dass die Wetteinsätze eine Bedeutung hätten, dann hätte auch diese Sendung noch eine Bedeutung. Ich glaube, die Sendung hat sich damit abgeschafft. Da war ich gar nicht, also da war ich schon längst, ich habe das irgendwann ehrlich gesagt auch gar nicht mehr geguckt und diese ganzen Mallorca-Sonderausgaben und so, das war mir dann auch alles zu blöd. Ich weiß aber, dass Herr Gottschalk irgendwann sagte, sie hätten alle Sendungen, also alle Wetten schon gemacht, es wäre auch dann gar nichts mehr redaktionell Neues gekommen. Okay. Das war sicherlich, ich fand als Kind immer komplett albern, wenn irgendjemand Filme auswendig aufsagen konnte. Ja. Da saß ich immer davor und denke so, kann ich auch. Kann ich auch, ja. Das war total langweilig. Also einer konnte irgendwie alle, ich glaube, es waren nicht mal, waren das James-Bond-Filme? Damals gab es ja noch nicht mal 25 Stück. Mhm. Da waren wir bei 15 oder so, ja. Dann haben sie immer eine Szene gezeigt, haben dann Stopp gemacht und er musste dann sagen, wie es weiterging. Ja. Da saß ich als Kind schon vor der Glosse und so, hallo, das ist ein Quatsch. Keine Herausforderung. Das ist wirklich überhaupt keine Herausforderung. Keine Herausforderung. Ja. Und natürlich hast du dann noch die an. Nö, aber das würde ich dir aus dem Stand moderieren. Aus dem Stand moderiere ich dir das. Ja? Gar kein Problem. Das würde ich mir glatt auch wenigstens einmal angucken. Ja. Wenigstens einmal würde ich mir angucken. Wenn ich es nur einmal mache, dann kann ich auch dienstlich angrapschen. So. Ja. Oh. Liebe Zuschauer da draußen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt am Sonntag. Wir haben Kaffee, wir haben Kuchen. Wir haben Kaffee und Kuchen. Ja.
und genießen hier einen kleinen, aber feinen Brunch-Stream mit euch. Der wird so bis maximal 15 Uhr dauern. Dann muss ich los, weil ich habe heute noch Probe ab 16 Uhr. Und es kann sein, dass hier zwischendurch mein Handy klingelt. Das ist laut, weil ich habe Notdienst. Dann muss ich mal kurz wegrennen und den Chris alleine lassen. Ja. Sollte eigentlich jetzt nichts passieren, weil eigentlich, so wie Nessie schon geschrieben hat, Nessie ist gerade auf der Autobahn. So sollten eigentlich auch alle Teams gerade auf der Autobahn sein oder noch zu Hause. Und von daher sollte das eigentlich gehen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei uns seid. Wir grissen mal wieder nicht, was wir tun. Genau, wir haben nichts vorbereitet. Wir haben nichts vorbereitet. Naja, ein bisschen. Nichts ist nicht ganz richtig. Ob wir es verwenden, ist noch eine andere Frage. Aber so wie jetzt gerade mit Wetten, das werden wir auch so einfach wieder von Hölzchen auf Stöckchen kommen. So sieht's aus. Vorher aber natürlich noch der Hinweis, wenn ihr noch kein Ticket euch geschossen habt, 31.10. haben wir uns Halloween Edition im Rabbit Hole Theater, Nerdikrismus, mit der wundervollen Edencraft. Da gibt es auch noch einen Groupon-Deal. Wenn ihr also Nerdikrismus und Groupon sucht, dann kommt ihr bei Groupon raus und da könnt ihr dann in der Liste zum 31.10. scrollen und dann zahlt ihr aktuell, glaube ich, 15 Euro inklusive Getränk. Statt 20 ohne Getränk und die Party hinten draus ist natürlich auch noch da. Das heißt, nach der Show gibt's auch noch eine wunderbare Halloween-Party. Deswegen wäre es natürlich ganz cool, wenn ihr auch im Kostüm kommen würdet. Ja. Mein Kostüm steht schon, bei dir weiß ich nicht. Ja? Ich bin noch am Schwanken, aber ich muss mich jetzt langsam entscheiden, damit es auch noch ankommt. Ich war ja in Versuchung, als Megazord zu kommen. Das Problem ist nur, dass es hat ja so ein Gebläse dran, damit es die ganze Zeit aufgeblasen wird. Also, und ich glaube, das würde die Show ein bisschen stören, wenn ich die ganze Zeit da sitze und so im Hintergrund habe. Aber das ich habe tatsächlich überlegt, als Megazord durch die Gegend zu rennen. Aber ich habe noch eine andere Idee. Mal gucken. Ja, okay. Nein, Mr. Twitch, es war kein... Ich habe kein gerade YouPorn. Nein. Das ist, Onlyfans-Deal, wenn dann schon. Ja. Okay, Mel hat aber auch YouPorn verstanden. Groupon, ihr Perversen da draußen. Den Link seht ihr oben im Chat, sowohl zum Groupon als auch zu klassisch zum Rabbit Hole Theater. Beide Links da drin. Und wir freuen uns über jedes bekannte Gesicht, aber natürlich auch über jedes unbekannte. Also Wir freuen uns überhaupt, wenn Leute da sind und uns zugucken. Das ist genau, also von daher wird eine geile Show und danach gibt es noch eine geile Halloween-Party und am nächsten Tag ist Feiertag. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, nicht zu kommen. Das wird die erste Halloween-Party meines Lebens. Gut? Ja. Okay. Ich habe noch nie eine Halloween-Party mitgemacht. Ach. Ja. War gut, also das ist als Kind, gab es ja ganz ehrlich, zu meiner Zeit gab es als Kind ja auch nicht. Ich kannte das ja nur aus zum Beispiel so Alf und sowas. Alf und E.T. Aus E.T. kannte man es natürlich. Ja, richtig, genau. Ja. Also von daher kannte ich das auch. Das hat jetzt so ein bisschen so der neumodische Kram so um sich gegriffen. Na, wie Valentinstag ja auch, was so dann rübergeschwappt ist, damit die ganzen Firmen noch mehr Scheiß verkaufen können, den man eigentlich nicht braucht. Kennst du diesen Leipziger Opa, der zum Thema Valentinstag interviewt wird? Nee. Nein? Nein. Also vielleicht, keine Ahnung, dann habe ich vergessen. Wo so eine ganz harmlose Straßenumfrage ist und sie dann so einen älteren Herren anspricht aus Leipzig, der auch ein bisschen stadtbekannt ist in Leipzig, weil er eben sehr schrullig ist und der also dann wirklich völlig ausholt über den Klassenkampf und Imperialismus. Und oh, das jetzt, könnte mein Opa sein. Ja, jetzt, den gucken wir gleich mal. Der könnte, ist großartig. Das könnte der mein, ist großartig. Kann das da Schwierigkeiten bringen? Nee, ne? Wie? Na, keine Ahnung, ist da irgendwas drin, was uns irgendwie inhaltlich kennzeichnet? Nein, gar nichts. Ich muss nur daran denken, dass ich hinterher wahrscheinlich diese Show offline nehme, damit wir keinen Urheberrechts. Also du meinst, weil wir jetzt heute ein paar Clips gucken werden, oder? Eventuell, ja. Ich habe das ja mit diesen ganzen Copyrights und Reaction-Clips irgendwie nicht verstanden. Also es gibt doch, also wir haben zum Beispiel auf unserem YouTube-Channel von Nerdizismus haben wir auch einen Strike mal gekriegt, weil wir im Nachgang zum... Ein Strike oder nur eine Verwarnung? Ich glaube ein Strike, weil wir im Nachgang zum ESC über die Songs gesprochen haben und dabei den Schnelldurchlauf haben, nur den Schnelldurchlauf geguckt haben, wo immer 30 Sekunden sind. Mhm. Und das hat ausgereicht, dass du einen Strike kriegst. Aber es sind so viele, mir geht es ja nicht um die Monetarisierung, das ist mir ja wurscht, weil bei unseren paar hundert Fritzen ist es ja egal. Aber da haben wir einen Strike gekriegt. Und es gibt immer so viele Online da draußen, die exakt das Gleiche machen. Ich verstehe diese Regeln bei YouTube. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass Reaction-Videos, ich kapiere es auch nicht ganz, warum das bei einigen Kanälen geht, bei anderen nicht. Ich habe jetzt letztens, wir haben glaube ich mit Nessie, haben wir da am Mittwoch sogar drüber gesprochen? Ich glaube ja. Aber ich bin noch so Matsch im Kopf, dass ich mir nicht viel merken kann. Die meisten der großen Reaction-Streamer haben wohl die Monetarisierung ausgestellt und finanzieren sich anderweitig. Okay. Reaction-Videos sind meist teilweise verdeckt oder gespiegelt.
Ja, genau. Und dann hast du halt so Sachen wie, also Vorgaben, dass du halt nicht wirklich nur das Originalbild nutzt, sondern dass noch andere Elemente da drin sind, da irgendwas drüber gelegt oder irgendwie was. Und du musst es halt auch wirklich quasi journalistisch auseinandernehmen. Also du musst es kommentieren und drauf reacten. Du kannst nicht einfach angucken und hinterher sagen, yo, hat mir gefallen. Ach so. Das ist kein Reaction-Video. So, sondern du musst schon so ein bisschen was mitmachen. Aber so ganz kapiere ich das nicht. Also es ist inzwischen auch teilweise so grotesk. Aber das ist das Gleiche mit Musik. Du hast so viele Kanäle, die machen bekannte Songs und machen irgendwie was Eigenes draus. Ja. Veralbern das draus. Ja. Denen passiert nichts. Und mir wurden teilweise schon Videos gesperrt, wo ich einfach nur mal 20 Sekunden von einem Opening-Video drin hatte, wo Musik verwendet wurde. Und ich denke mir, so, ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Also diese Regeln sind mir tatsächlich ein bisschen... Was auch immer grotesker wird, ist, wenn ich mir dann so, Sprache wird ja dann bei YouTube auch, ist ja auch ein Ding. Also du darfst ja dann, wird ja alles wegge... Also die Piepsen tun sie nicht im Deutschen, dann machen sie meistens nicht. Aber so Holocaust, Hitler, Sex, bla, pipeng, das wird alles immer so, da wird immer so eine Silbe verschluckt im Schnitt, damit das dann anscheinend auch durchgeht. Ja, ja, genau. Das liegt aber daran, dass du sonst so eine Art Shadowban hast. Das heißt, wenn du diese Triggerbegriffe drin hast, und das ist ja meistens in Videos so eine, ich merke das immer ganz stark beim Parabelritter, weil ich ihn ganz gerne gucke, der das auch macht. Und du kriegst dann so eine Art Shadowban, das heißt, dein Video kriegt keine Reichweite mehr. Das wird nur noch den Leuten angezeigt, die dir eh schon folgen, aber niemand anderem mehr. Und dementsprechend kannst du deine Reichweite nicht ausbauen. Und dementsprechend machst du sowas wie Sex, lieber machst du Xt draus und lässt die erste Silbe weg, damit der Algorithmus nicht erkennt, oh, Triggerwort, wir drücken mal die Reichweite. Also ganz ehrlich, riesengroßer Spaß. Ich bin wirklich nicht derjenige, der sagt, man darf gar nichts mehr sagen. Aber wenn man das sagen dürfte, man kann gar nichts mehr sagen, dann wäre es da doch wirklich mal berechtigt. Oder? Ja und nein. Also das Ding ist, du kannst das ja sagen. Also wenn ich einen YouTube-Kanal über Geschichte habe, dann muss ich doch Hitler sagen können. Ja, aber niemand hält dich doch davon ab, Hitler zu sagen. Ja, du doch, musst, nein. Ich werde ja gezwungen, es nicht zu machen, weil die Downside ist, dass ich keine Reichweite kriege. Das ist richtig, aber du kannst Hitler sagen, ohne dass dir was passiert. Das Einzige, was dir passiert, ist, dass du nicht die Reichweite kriegst. Ja. Mit der Konsequenz musst du leben. Deswegen kannst du ja auch jeden möglichen rassistischen und sexistischen Scheiß, den kannst du schon sagen. Du musst nur mit den Konsequenzen reden. Ja. Die Konsequenzen musst du akzeptieren. Im echten Leben bin ich auch vollkommen bei dir. Ja. Aber bei den Videos ist das, ich finde das selber für absurd. Ne? Also, aber hier reden wir von was völlig Absurdem. Ich komme online und höre nur Sex und Hitler. Yep. Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen. Ja. Das am Sonntagmorgen, wieder internationale Frühschoppen. Aber das ist halt, das zwingt dich ja auf der anderen Seite, das ist ja dann doch die Konsequenz daraus, dass du es halt dann eben nicht machst. Ja? Oder dass du es halt wegschneidest, die erste Silbe. Und das finde ich ja dann, also wenn man irgendwann mal irgendwo sagen könnte, man darf ja nichts mehr sagen, dann eigentlich da, weil die Konsequenz ist ja dann für jemand, der davon leben will, ja dann doch relativ hart. Und das ist halt dann, da unterwirft man sich dann wirklich, und ich bin sonst wirklich immer derjenige, pro Google und so weiter, in der Regel argumentiert, jetzt ist es hier nicht immer alles schlimm und alles schlecht, aber da ist dann was, wo ich finde, da unterwerfen wir uns einem prüden amerikanischen Wertesystem, das hier in Europa eigentlich für uns ehrlich gesagt sogar keine Geltung hat. Das ist völlig richtig, aber naja, diese ganzen Seiten sind halt Amerika gesteuert, also da kommen wir leider irgendwie nicht drum herum. Ne? Ja. Also, wie willst du das machen? Dann müsstest du eine Gesetzlage finden, die sagt, YouTube, jetzt hätte ich beinahe selber schon YouPorn gesagt. YouTube muss für jedes Land eigene Algorithmen und eigene Gesetzmäßigkeiten schaffen. Das funktioniert halt auch nicht. Ja, genau, das wird in der Praxis natürlich nicht funktionieren. Richtig. Das ist mir schon klar. Ja. Aber das, was Wolfgang sagt, das hängt von Prioritäten ab. Inhalt oder Reichweite. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja dann aber auch, auf der anderen Seite könntest du sagen, dass so ein demokratisches Medium, und ich halte YouTube oder Social Media grundsätzlich für ein hochdemokratisches Medium, weil jeder in der Lage ist, heutzutage was zu sagen. Ja, du kannst deinen Senf hochladen. Wie ich meine, ich sage ja schon immer, früher gab es halt in jedem Dorf einen Depp. Das war halt der Dorfdepp. Ja, so. Und der Dorfdepp wusste aber nicht, dass es im Nachbarort auch einen Dorfdeppen gibt. Also war der für sich eingehängt in seinem Dorf und konnte keinen Schaden anrichten. Ja. Jetzt, seit die alle online gehen können, rotten die sich zusammen, weil sie merken, ach Gott, da gibt's ja noch mehr so Deppen wie mich. Ja? Und wie das für Dorfdeppen so üblich ist, das sind immer die lautesten. Richtig, und das sind natürlich immer die lautesten, ganz genau. So, das ist natürlich die Downside. Auf der anderen Seite kannst du jetzt auch basisdemokratisch sagen, na gut, aber dann kriegt der Dorfdepp ja auch eine Stimme, die darf er ja auch haben. Das Problem ist, dass halt eben der Lauteste gewinnt. So, und wenn jetzt
so eine Reichweitenlimitierung reinkommt, weil du gewisse Dinge in deiner Argumentation, ja, es geht ja nicht nur Dinge, die du sagen, nicht sagen kannst oder mit Einschränkungen sagen kannst, es gibt ja auch inzwischen schon Bilder. Also ich gucke zum Beispiel immer einen Kanal, Militär und Geschichte, der covert den Ukraine-Krieg zweimal die Woche. Sehr, sehr, sehr gut. Der wird schon eingeschränkt in seiner Reichweite, wenn er, kein Witz, ein Bild von Rauchschwaden, nicht von Explosionen, sondern nur von, also praktisch den Antriebsstrahl von Raketen. Da ist also im Himmel, wie Chemtrails, so 5, 6 Kondensstreifen von Raketen, das ist schon Demonetarisierung. Echt? Ja, das ist grotesk. Das Warum? Ist grotesk. Ja, da steigt keiner mehr durch. Das ist grotesk. Das ist wirklich grotesk. Und das, was Moritz da schreibt, finde ich, da hat er ja leider recht. Der Witz ist, diese Regeln gelten alle nicht für die auf YouTube geschaltete Werbung. Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Du hast da genug gekleckert. Ja. Das ist halt leider wahr. Das, wenn ich gucke, mit was für Werbung ich bei YouTube zu bombardiert werde, das ist völlig absurd. Ja. Ja. Zum Beispiel diese ganzen China-Schrott-Werbesachen. Immer ein deutscher Ingenieur hat heimlich neben seiner Arbeit Folgendes entwickelt und jetzt brauchen sie super Fernglas, mit dem sie bis zum Mond gucken können und den Mondmenschen dabei auch noch Lichtsignale senden können. Wer kauft sowas? Das frage ich mich auch tatsächlich. Das frage ich mich auch. Wer kauft sowas? Das ist, glaube ich, noch schlechter als Teleshopping. Lustigerweise bin ich mit diesen Werbungen für irgendwelche fantastischen Gadgets zu bombardiert worden zu Beginn von Last Geek Tonight, als ich auch noch ganz extrem Spam gesammelt habe für Quietschgeliefer Spam. Liest Spam. Und da habe ich auch Spam gesammelt für dieser tolle Gartenschlauch und tralala und dieses fantastische Fernglas und so, was da alles kam, alles gesammelt. Und in der Zeit bin ich extremst mit solcher Werbung zu bombardiert worden, was mich ja darin bestätigt, dass das alles irgendwie vernetzt ist und diese Werbung alle irgendwie mich ausspionieren und zeigen. Weil mittlerweile werde ich extremst zu bombardiert seit einiger Zeit für Coachings und so weiter, weil ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ich kriege nur noch Werbung für Coachings. Nur noch Werbung für Coachings. Und hier mit dieser schnellen Methode kannst du ganz schnell reich werden. Hier zeige ich dir, wie die reichsten 4000 Menschen der Welt, welches System sie nutzen, dann kannst du auch dazugehören und tralala. Genau, also es kostet dich aber nur 5000 Euro. Genau, es kostet statt dich nur 10.000. Kostet dich nur 5000 Euro, dann bist du dabei. Devin Schuller oder wie er heißt. So, ganz fantastisch. Ich glaube, Devin Schuller. Ganz fantastisch. Unfassbar. Das heißt Cookies. Ja, aber selbst wenn du Cookies unterdrückt hast und so weiter und so fort, kriegst du diesen Scheiß. Ich werde nie vergessen, ich war bei Sebastian noch, da hat er noch in seiner alten Wohnung gelebt, ich war bei Sebastian und Sebastian machte zum Frühstück Pancakes. Ich habe noch nie in meinem Leben Pancakes gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben über Pancakes geredet. Einiges in deinem Leben noch nicht gemacht, ne? So, Sebastian machte Pancakes und ich fragte so, ja, Pancakes, lecker, womit machst du die, wie machst du die? Und Sebastian erzählte mir, wie er die Pancakes macht. Und 5 Minuten später ging ich auf Instagram und ich bekam Werbung für Pancakes. Das war der Hammer. Ja. Es war einfach nur scheiße lustig. Also ich fand's sehr, sehr lustig, weil ich bin nicht davon überrascht. Das war ja immer das, wenn die ganzen Corona-Schwurbler gesagt haben, die wollen uns ja nur chippen, damit sie uns irgendwie hier unter Kontrolle haben. Die brauchen uns nicht chippen, wir tragen unsere Chips freiwillig mit uns rum. Exakt. Das ist ja das, was ich auch immer sage, ja. Das sind halt die geilsten, die auf Facebook und auf YouTube rumkrakehlen, dass sie nichts mehr sagen dürfen, während sie auf Facebook und auf YouTube es rumkrakehlen, ja, und sich eben, und dann sind wir wieder bei den Algorithmen in die Hand von amerikanischen Algorithmen begeben. Ja, das ist so, ja, und natürlich permanent ihr Smartphone dabei haben. Ja, ganz genau. Ja. Ich hatte letztens, habe ich auch auf Insta was Schönes gesehen, so ein Schwurbelvideo, das war auch herrlich. Der hatte so eine Moritz, ich sah mal eine Werbung für eine extrem leistungsstarke Taschenlampe, die auch heiß auch genug werden kann, um Aluminium zu schneiden und ein Ei zu braten. Also ein Lichtschwert quasi. Ja, genau. Und weil das US-Militär das exklusiv haben will, kann man das Ding jetzt nur noch für limitierte Zeit kaufen. Ich muss tatsächlich sagen, das hätte mich so getriggert, die hätte ich ansatzlos bestellt. Das ist die haben auch immer dann sowas wie Tactics oder Stealth im Namen. Ja. Ja. Und meistens ist die Überschrift so, kaufen sie, die Regierung will diese Taschenlampe verbieten. Das ist ungefähr auf dem gleichen Level wie, schaut euch das Video an, bevor YouTube es löscht. Oh scheiße, so werde ich jetzt in Zukunft jedes Video nennen. Ja, schaut euch das Video an, bevor YouTube es löscht. Jedes Video wird so heißen. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Oh. Hm. Wir brauchen für die nächste Folge hint eine Kategorie Quietsch gespielt Werbung. Tatsächlich habe ich mit Nessie schon mal rumgesponnen, sowas zu machen, als Unterbrecher über Twitch, dass ihr freischalten könnt, macht Werbung. Und dann müssen wir halt für irgendwas, was hier rumsteht, Werbung machen. Oder so.
Das ist dann halt schon Impro-Theater. Das erfordert dann ein bisschen Konzentration. Aber es könnte lustig sein. Es könnte auch scheiße sein. Ja. Aber diese Taschenlampe, die ich mir ansatzlos bestellt. Die ist großartig. Das glaube ich. sie ist bald illegal. Also seit 3 Jahren ist sie illegal, bald. Ja, ja, aber eine Taschenlampe, die Aluminium schneiden kann. Also nicht, dass du sowas brauchst, aber du musst es haben. Ja, also geil. Dann gab es immer, was hatten sie nochmal? Das war auch geil. So ein Kratzer, Lackkratzerstift, wo du halt ganz genau gesehen hast, dass das Video, wo der Kratzer entfernt wurde, einfach rückwärts abgeschrieben wurde. Das heißt, es war halt so, eigentlich war es nur ein Edding, wo sowas drüber war. Und dann siehst du halt einfach nur, wie so, nein, die macht den Kratzer nicht weg, deswegen ist es einfach nur rückwärts abgespult. Ah, großartig. Aber das wäre doch auch eine geile Idee für so ein Edding, der eine Spitze vorne drin, oder für so einen Stift, der hat eine Spitze vorne drin, und du machst mit dem eigentlich den Kratzer und dann spulst du es rückwärts ab. Das ist ja brillant. Genau so haben sie es gemacht. Das ist genial. Auf so eine Idee wäre ich nicht mal gekommen. Das ist da unfassbar. Gute Frage. Gilt Copyright eigentlich für Werbung? Wäre kontraproduktiv. Stimmt schon. Kommt dann aber. Wäre also, kontraproduktiv. Ja, ne? Aber also wahrscheinlich grundsätzlich nicht. Aber wenn dann wieder ein Song drin verbraten wird, dann wieder schon. Ja. Ja. Gestern habe ich auch auf Insta ein schönes Reel gesehen. Da dachte ich erst, ach, guck mal. Das ist ja vielleicht ganz guter Anti-Schwurbel-Content, weil. Kennst du diese Acrylpyramiden, die so mehrfarbig sind, wo so Steine so drin sind? So ist so. Chat, kennt ihr die? Solche Acrylpyramiden, die sind ungefähr so groß und bestehen aus verschiedenen Schichten von so Kristallsteinen. Hast du bestimmt schon mal auf irgendeinem Quatschmarkt und so weiter gesehen. Vielleicht kennt ihr die, ne? Auf jeden Fall. Irgendeinem Kitsch, den meine Mutter bei QVC bestellen würde. Ja, nee, aber QVC gibt's das nicht, eher bei Astro TV. Aber sowas in der Art, ne? Und dann war halt so ein Typ und der hatte so ein Ding in der Hand, ja? Das war so geil. Da sagt er dann so, Leute, kauft das nicht! Das ist Quatsch! Das bringt überhaupt nichts! Und ich dachte so, ah, okay, cool, ja? Weil, wenn ihr die Heilsteine nämlich in Acryl gießt und in diese Form gibt, dann können die ihre Wirkung nicht entfalten. Ich sag, nee, come on. Da heißt, ihr müsst erst das Acryl abklopfen, damit diese Pyramide funktioniert. Schön. Ja, allerdings. Habt ihr denn schon Mittag gegessen da draußen? Wir sind ja gleich im Brunch, also wir sind ja praktisch nur zum Frühstücken. Oder ich glaube, Mel ist jetzt die dritte, die sich verabschiedet zum Familienessen. Viel Spaß dabei. Aha. Was gibt's denn? Gibt's, na, Familie halt. Also Familie. Komm, wir essen, Opa. Gibt's das noch? Ich hab ja keine Kinder. Ist das noch so? Anscheinend ist das ja noch so. Das ist wirklich noch so. Sonntag, gibt's denn Sonntagsbraten noch? Bei uns nicht. Passiert das nur? Also bei uns gab's den jetzt auch in dem Sinne nie. Ja? Also außer es kam die bucklige Verwandtschaft. Aber. Also bei uns gab es schon sonntags lecker Essen. Ja? Ja, aber halt auch wirklich nur so, als ich noch Kind war. So spätestens ab da, wo man dann so 16, 17, 18 war, da war das dann auch nicht mehr so, weil da war ich ja sonntags nachmittags eigentlich auch schon gar nicht mehr zu Hause. Da ist man ja früher aus dem Haus raus und war unterwegs. Ja gut, also die meisten sind noch beim Frühstücken um 13 Uhr. Das ist ja sehr sympathisch. Ja. Sehr sympathisch. Bei Barbara, bei meiner Mutter, jeden einzelnen Sonntag. Aha. Also bei meinen Großeltern war auch, ne, bis zum Schluss, also Großeltern, väterlich ja sein, bis zum Schluss sonntags gut essen, definitiv. Okay, also immer so gleich so ein Sauerbraten oder Rouladen oder Karpfen oder irgendwie Karpfen, sowas. Sowas habe ich dann gemacht. Ja. Also meine Oma hat das auch gemacht, aber die hat sich das jetzt nicht alleine für sich gemacht, sondern die hat halt dann ab und zu mal eingeladen, so alle paar Monate mal oder so. Und dann sind wir dann da zu ihnen gefahren, da gab es immer Rouladen, das war sehr lecker. Ja. Bei uns gab es halt ganz häufig dann auch so Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelstampfs und so. Ja. Ja, also ist dann sind wir wieder bei Wetten, dass sozusagen. Diese Lagerfeuer-Fernsehromantik, die gibt es ja nicht mehr. In dem Sinne. Ich meine, wenn du heute mit jemand ja sozusagen sprichst, hast du das und das gesehen? Ich meine, wir können uns vielleicht auf Dschungelcamp einigen. Nee. Siehst du, nicht mal da kannst du ja mitreden, das weiß ich ja. Aber es gibt eigentlich nichts. Was ist denn noch so das? Das, außer jetzt vielleicht Fußball-WM oder EM. Ja, aber selbst das habe ich nicht geguckt. Ja. Ja. Ja, das ist ja, aber da kriegst du zumindest mal so nochmal einen Großteil. So quasi globale Events. Mhm. Naja, halt die Sportsachen schon, klar. Ich bin da ja eine Ausnahme, der sich für
für das alles nicht interessiert. Aber ich meine, ob es jetzt Olympia war oder Fußball oder auch der Eurovision Song Contest und so, da halt wirklich die großen Events. Mhm. Das ist dann schon etwas, wo ich sage, da können, glaube ich, sehr viele mitleben. So, Bricks Cross, haha, Dennis, schon gemerkt, tada, das. Also ne, diese Groß-Events, das sind dann, glaube ich, schon Sachen, wo die Leute mitreden können, beziehungsweise was viele Leute gucken. Aber ich weiß nicht, ob es noch diese Events gibt, so wie Wetten, das damals, wo halt die ganze Familie sich vorm Fernseher trifft. Dafür ist aber, glaube ich, auch einfach mittlerweile die Vielfalt zu groß geworden. Ich meine, als es Wetten, das gab, was hattest du da? Das HRD, ja, ZDF, ja, ich weiß nicht, ob es da schon Dreisat gab und NDR und WDR, keine Ahnung, ob es die da schon gab. Und dann hattest du RTL, es hat 1 pro 7, das war's. So. Also von daher, was war die Auswahl? Dann hast du Wetten, das geguckt. Aber jetzt hast du ja eine so gigantische Auswahl. Ich bin ja immer, ich habe ja keinen Fernseher, aber wenn ich bei meiner Mutter bin und da durchseppe, ich werde ja einfach bekloppt aufgrund der Auswahl. Und alles ist scheiße. Ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher. Also jetzt kein TV-Empfang angemeldet, aber du hast doch einen. Nein, ich habe kein Fernsehgerät. Guckst du gar keine Serien im Stream oder guckst du die auf dem Laptop? Ich gucke die auf dem Laptop und mittlerweile habe ich jetzt seit über einem Jahr einen Beamer. Und beame an die Wand. Ja, habe ich auch, aber den schmeiße ich ja nicht täglich an. Doch. Also, okay. Ja. Na gut. Kann man machen. Ja. Ja, ne, ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher. Ach. Ja. Das erklärt einiges. Ja. Dann hast du natürlich jetzt auch das große Stefan Raab-Comeback natürlich nicht gesehen. Korrekt. Tja. Das ist völlig richtig. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, wir können über nichts reden, weil er nichts geguckt hat. Na, aber du bist alter Stefan Raab-Fan, oder? Als TV Total noch neu war und einmal die Woche kam. War das sensationell großartig? Ja, ja, würde man heute noch den einen oder anderen so in die Pfanne hauen? Wahrscheinlich nicht mehr, definitiv nicht mehr. Und das war auch der Punkt, wo es mir dann zum Beispiel gegen Lisa Loch und so weiter, wo das dann definitiv einfach. Ja, Lisa Loch war unter aller Sau. Das war wirklich unter aller Sau. Unter aller Sau. Ja. So. Und Wo er mich dann auch verloren hat. Als es dann täglich kam, wurde, du kannst einfach nicht täglich so eine hohe Gagdichte bringen, die immer zündet, das funktionierte dann nicht mehr. Und er hat sich dann auch nicht weiterentwickelt. Und ja, ich habe den Boxkampf geguckt. Mhm. Ich war irritiert, ob dieser unglaublich krassen, ich kaufe ihm, also sagen wir es mal so, im Benefit of the Doubt gebe ich ihm so ein bisschen, dass es doch eine selbstironische Inszenierung war, weil sie einfach so over the top war. Ich habe gelesen, dass es über eine Stunde gedauert hat, bis er überhaupt aufgetaucht ist. Ja. Oder über zwei Stunden sogar, ich weiß nicht. Also war eine riesen Pre-Game-Show oder Pre-Boxkampf-Show sozusagen. Und er kam dann von einer riesigen Treppe runter und hat er dann noch einen Song gehabt aufs Maul, hieß der so klassischer Raab-Style war, den ich aber in der Musik ganz cool finde. Also und ich habe auch hohen Respekt von ihm, was er zum Beispiel in Sachen Eurovision Song Contest gemacht hat. Ich glaube, man kann gegen ihn sagen, was man will, aber was man anerkennen muss, es ist ähnlich wie bei Dieter Bohlen. Ne? Ja. Die sind in ihrem Bereich genial. Ja. Da gibt es nichts. Ja. Ne? Egal, was ich jetzt von Bohlen oder auch Raab oder so menschlich finde, ganz, ganz außen vor, einfach mit dem in ihrem Bereich, sind die absolut genial. Genau. Und von daher war das natürlich schon so ein Ding. Er hat dann von dem Halm mich mal wieder aufs Maul gekriegt. Das war ja mit Ansage. Ich fand, er sah so ein bisschen aus wie das Meme von wie heißt der? It Hurts Man. Dieser ältere grauhaarige Mann mit der Tasche. Ah, ja. So sieht er. Das haben sie, glaube ich, sogar als Memes auch so verbraten. So sieht er inzwischen halt aus. Ja. Von daher habe ich das natürlich geguckt. Wenn die Summen, die da kolportiert werden, die RTL bezahlt hat, wenn die stimmen, das ist ja völlig absurd. Was wird denn kolportiert? Also, die Halmich wird kolportiert, dass sie ungefähr 600.000 Euro Gage gekriegt hat. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Aber bei ihm wird ein dreistelliger Millionenbetrag kolportiert. Ein dreistelliger. So. Dafür soll er die nächsten 10 Jahre da irgendwie den Zampano machen. Das wird kolportiert. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist eine Zahl, die ich jetzt schon mehrfach gelesen habe. So. Und wenn das stimmt, das wirklich, selbst wenn es nur ein mittlerer Zweistelliger, wenn es 50 Millionen sind oder so, keine Ahnung, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das jemals irgendwann irgendwie wieder reingeholt. Jetzt bin ich kein Fernsehexperte und bin da nicht drin, aber die Idee, das im Streaming zu verbraten, um RTL Plus zu pushen, halte ich für eine dumme Idee, wenn du mich fragst. Sind sie jetzt, glaube ich, auch schon von ab. Und es scheint ja auch irgendwie nicht so ganz zu funktionieren. Ja, also ist jetzt, glaube ich, angekündigt, dass es dann demnächst auch im Free-TV gezeigt wird, weil es wohl irgendwie nicht wirklich läuft und die Quoten immer weiter runtergegangen sind und dann zieht man es jetzt doch rüber, glaube ich. Ja. Aber kann ich die Hand nicht vor das Feuer legen? Und für mich ist es
kein, also es gibt, weiß ich, ich habe eine Menge Streaming-Dienste abonniert, aber der letzte, der bei mir irgendwie auf der Liste wäre, wäre halt RTL zu abonnieren. Das ist so, völlig richtig. Also, das gilt aber auch jetzt für ProSieben, Sat1, Joyn und so weiter. Also das wäre so das Letzte, was ich irgendwie abonnieren würde, weil A, komme ich mit dem Content gucken sowieso gar nicht hinterher. Da hast du übrigens inzwischen auch mal, kann ich da nur gucken, ne? Wenn euch vielleicht bei euch dem einen oder anderen das Budget ein bisschen schmaler ist und ihr eigentlich gar nicht so viel Cash dafür rausballern wollt, was ich voll und ganz verstehen kann, dann guckt mal in die Mediatheken von Arte, ARD und ZDF. Die sind nämlich richtig gut bestückt. Ja, mittlerweile, ja. Wer hätte das gedacht? Man muss sich dann einmal altersverifizieren, damit du auch den 10er-Kram und so weiter gucken YouPorn kannst. YouPorn und so weiter. Aber abgesehen davon sind die wirklich gut bestückt. Also da sind dann auch Filmklassiker wie Highlander und keine Ahnung was drin. Okay. Ja, eben. Da war ich selber überrascht. Also die besteht nicht nur aus alten Tatortfolgen oder so. Ja, sondern da sind auch relativ viel Filme und Serien drin, die durchaus, sag ich mal, wieder Klassiker oder sonst irgendwas sind. Und so, dass das durchaus mal ein Blick wert ist, wenn man sagt, ich kann mir nicht fünf oder will und kann mir nicht fünf Streamingdienste leisten oder will auch gar nicht. Das muss ja keiner für selber entscheiden. Und da ist eine Menge drin. Das wird halt meiner Meinung nach auch von den Öffentlich-Rechtlichen auch völlig schlecht promotet irgendwie, ja. Also. So wie alles von den Öffentlich-Rechtlichen schlecht promotet. Ich bin ja grundsätzlich großer öffentlich-rechtlicher Fan, ja. Also ich habe nichts gegen GEZ-Gebühren. Ich nutze es auch. Ich nutze es nur nicht im linearen Fernsehen. Ich finde halt den Zwang, den finde ich fort. Klar. Also das, was ich bezahle, bei mir läuft täglich. Mir das Wasser, ich erbrüche gerade. Bei mir läuft. Ich ersticke an Käsekuchen. Das ist auch ein schöner legendärer Satz, den man auf deinen Grabstein schreiben könnte. Ja. Also für Deutschlandfunk. Überlebte alles außer Käse. Genau. Für Deutschlandfunk, WDR5 und so ein Kram zahle ich gerne. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und das nutze ich auch. Also wenn ich hier in meine Podcatcher-App gucke, dann ist bestimmt ein Drittel von denen, naja, vielleicht nicht ganz, aber sagen wir mal so, ein Viertel davon sind Formate vom Öffentlich-Rechtlichen hier. Deutschlandfunk Hintergrund, Wissenschaft im Brennpunkt, Der Tag, Wortwechsel, Quarks und Co., eine Stunde History und so weiter. Die Supernasen höre ich nicht mehr. Da bin ich inzwischen hier, wie du siehst, alle Weißen sind nicht gehört, da habe ich inzwischen, die höre ich nicht mehr, weil das war mir am Ende einfach, also es gibt eigentlich nur eine Rubrik, die ist wirklich unterhaltsam, wenn die alte Showgeschichten auspacken. Alles gut, das ist hat wirklich einen Unterhaltungswert. Alles andere drumherum ist einfach nur ein alte weiße Männer suhlen sich in Selbstmitleid. Was er gerade wieder getan hat. Und finden das auch noch witzig, wenn sie dann, ja, und das kann ich einfach nicht mehr. Ich kann es zu einem gewissen Punkt verstehen, woher das kommt, ja, kann ich verstehen. Aber es ist halt einfach inzwischen, wo ich sage, so, come on, get over it. Du hast es doch schon hinter dir, du musst doch nicht mehr. Mhm. Du musst doch einfach nicht mehr. Dann lass es doch. Und so diese komplett 0,0 Selbstreflexion. Und ich verstehe auch nicht, warum er dann jetzt so wie so ein bockiges Kind reagiert. Warum er nicht einfach sagt, ja gut, war halt damals so, würde ich heute nicht mehr machen. Nächstes Thema. Exakt, das ist das Ding. Also ich finde ja, ich finde diese Vorwürfe, die immer groß werden und laut werden, die finde ich ja auch Schwachsinn, weil es ist alles seiner Zeit geschuldet und fertig. Ja. Ne, damals hat man sich wenig darüber aufgeregt. Ja, ich weiß, es gab auch damals schon so ein bisschen diese Gottschalk ist ein Grabscher und so weiter Sachen. Und ich meine, man kann ja auf YouTube auch Zusammenschnitte finden. Bösengrabscher ist er. Bösengrabscher. Ja, also man kann ja da schon Zusammenschnitte finden und das ist manchmal echt heftig. Mhm. Das ist wirklich heftig, wenn man sich das heutzutage anguckt. Aber einfach einen anderen Umgang damit finden und zu sagen, jo, war damals so, heute würde ich das anders handeln. Die Aussage, ich hab die ja nur beruflich angegriffen, die ist schon, die ist stark, das muss ich sagen. Stark. Das ist wirklich, das ist ein Zitat für die Ewigkeit. Das ist ein Zitat für die Ewigkeit. Ich habe die Frauen ja nur beruflich angegriffen. Das ist dienstlich begrapscht. Oder dienstlich. Das ist sensationell. Ja. Da muss man erstmal drauf kommen, dass man das auch so unreflektiert von sich gibt und als Grund ansieht, der akzeptiert werden könnte. Ja. Das ist so. Und das ist das ist das, wo ich sage, da gehe ich halt dann nicht mehr mit und der Mike Krüger petzt halt ins gleiche Horn. Mhm. Das heißt, die schaukeln sich da gegenseitig hoch. Und ist vielleicht auch keine gute Idee, dass zwei von der alten Garde das ohne eine zusätzliche Moderationsebene machen. Ne? Wirklich. Also wie gesagt, Moderations- und Reflexionsebene. Die alten Showgeschichten, wie das so war, als da Bud Spencer war oder Michael Jackson und so, alles gut. Oder so, wenn sie von irgendwelchen alten Auftritten erzählen, der erste Auftritt in so einem kleinen Pupstheater und so weiter, alles lustig.
alles in Ordnung und so weiter. Und natürlich dürfen die auch gerne über die heutige Zeit reflektieren. Da sagt ja auch keiner was. Das dürfen sie ja sagen, werden sie sagen, dass sie es nicht mehr sagen dürfen. Aber sie müssen halt, und das muss ihnen, glaube ich, mal einer erklären, dass sie halt heute dann Gegenwind dafür kriegen, den sie halt früher nicht gekriegt haben. Ja. So. Und ich war jetzt am Dienstag, am Mittwoch war ich mal wieder im Kabarett seit ewig Zeiten. Politisches Kabarett Andreas Rebers. Kennst du den? Sagt mir was. Okay. Ist tendenziell jetzt eher so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen linksmittig mit Tendenzen nach rechts außen, aber jetzt nicht jetzt, also er spricht linksmittig mit Tendenzen nach rechts außen. Ja, pass auf, er spricht halt durchaus auch mal Dinge kritisch an, die ich persönlich genauso sehe. Ja. So, was ja, ich meine, es gibt ja Menschen da draußen, für die sind ja Unionswähler schon Nazis. Das ist natürlich völlig albern. Also wer so drauf ist, mit dem muss ich auch nicht mehr reden. Richtig. Aber er hat einen wahren Satz. Wobei, gesagt, ich meine, wenn jetzt wirklich, also ich meine, Merz als Kanzler ist schon speziell. Ja, aber wir bewegen uns immer noch auf dem Rahmen des Grundgesetzes und so. Und man kann Mr. Burns nicht als Kanzler. Alles gut, können wir drüber reden. Bin ich ja bei dir. Aber er hat einen wahren Satz oder einen Satz gesagt, wo der mir hängen geblieben ist, wo ich mir so dachte, so ja, da ist definitiv was dran. Und ich zwar glaube ich, dass, und dann nehmen wir jetzt mal den Gottschalk als Beispiel, dieses, man darf ja nichts mehr sagen. Und diese ganze Attitude und warum die dann auch so bockig sind und so kindisch sind und so weiter, glaube ich, rührt so ein bisschen daher, dass diese Generation das Gefühl hat, und das wird ja auch von der, sag ich mal, die Generation, die nach uns jetzt quasi jünger, ja auch so ein bisschen vermittelt, als hätten diese Menschen alles falsch gemacht. Alles komplett falsch gemacht. Und da zitiere ich jetzt mal frei den Rebers, das stimmt halt nicht. Ja. Denn diese Generation ist für den Abtreibungsparagrafen auf die Straße gegangen. Diese Generation hat die Grünen gegründet, die Anti-Atomkraft, die Friedensbewegung gemacht. Diese Generation... Egal was für Frauenwahlrecht, blablabla und so weiter und so fort. Hat sich für so viele Dinge stark gemacht und ist auf die Straße gegangen, sodass ich glaube, dass wenn jetzt da halt eben so, ja, da müssen wir mal erstmal über deine Einstellung reden, Leute, ja, oder die sich halt dann gleich mit ihren Pronomen oder sonst irgendwas vorstellen, dass sie das halt einen Ticken überfordert, Haken dran. Aber ich glaube, dass da immer so auch mitschwingt, ob bewusst oder unbewusst, bei euch war ja alles schlecht und alles falsch. Und wir, den wir uns jetzt auf die Straße kleben und freitags fürs Klima demonstrieren gehen, sind die einzigen, die endlich was tun. Ist das aber nicht? Und das stimmt halt nicht. Ist das aber nicht eigentlich, wenn man es mal runterbricht, ein ganz typisches Generationenproblem? Ja, natürlich ist es das. Ist das nicht seit jeher so, dass die junge Generation auf die alte schaut und sagt, boah, was habt ihr für eine Scheiße gemacht? Wir machen es besser. Das ist doch eigentlich immer. Ja, natürlich und ist das so. Ist es. Also ich behaupte, dass es heute so extrem und wirkt so extrem, weil wir eine andere mediale Vermittlung haben. Genau. Eine andere mediale Wahrnehmung, wo wir wieder beim Dorfdeppen sind. Richtig, ganz genau. Früher, dessen Meinung hat man nicht mitbekommen, die blieb in seinem Dorf. Genau. Jetzt erfährt sie jeder und dementsprechend haben wir jetzt auch, ne, wenn irgend so ein Influencer sich über, jetzt mal Gottschalk aufregt, dann kriegen das halt sofort hunderttausende Menschen mit. Ja. Und dementsprechend ist der Aufschrei größer. Ich glaube aber, dass grundsätzlich ist das eigentlich effektiv ein Standard-Generationen-Konflikt, den es schon immer gab, immer geben wird. Und wo man einfach mal sagen sollte, na, ich hab heute just für mich selber auch wieder so eine Situation gehabt, wo ich mir sage, ich bin ja selber mittlerweile auch schon, ich zähle ja auch zur alten Garde mit meinen Mitte 40, wo ich mir dachte so, scheiße, diese Mid-20er, sind die einfach behindert? Wissen die nicht mehr, was ein Vertrag bedeutet? Oh, hast du das böse Wort gesagt. So, ja. Ist mir egal. Aber wissen die nicht, was ein Vertrag bedeutet? Ne? Ja. Ein Kollege, so Leute, die bei uns im Discord sind, die wissen das, da habe ich mich letztens schon drüber aufgeregt, dass ich habe einem Mitarbeiter eine E-Mail geschrieben mit Hallo, da schon mal, damit du es schon mal weißt, dann und dann werde ich dich da und da einsetzen. Liebe Grüße, Christian. Ja. Und dann kam zurück, nee, möchte ich nicht, vielen Dank, auch wenn du mich gar nicht gefragt hast, ob ich das machen möchte. Wo ich dann zurückgeschrieben habe, ich muss dich nicht fragen, ob ich dich da einsetzen darf. Vertrag und so weiter und so fort, ich brauche dich da, du wirst dort eingesetzt. Ich gebe dir, ne, normalerweise würdest du das maximal so 2 Wochen vorher erfahren. Ich gebe dir das jetzt schon mal 7 Wochen vorher, damit du dich darauf einstellen kannst, dass du da an dem einen Tag ein bisschen länger unterwegs bist. Fertig. So, also ne, schon mal alleine diese Diskussion war absurd. Jetzt habe ich heute. Also wir reden von einem Angestellten. Wir reden von einem Angestellten, der einen Vertrag unterschrieben hat. Ach so. Ja. Okay. Und ich bin ja der Disponent, das heißt, ich teile dir Leute ein. Und ich habe ihn eingeteilt und er schrieb mir, das möchte ich aber nicht. Und du hast mich ja gar nicht gefragt, ob ich das möchte. Mit 20er. So, wo ich schon denke, jetzt habe ich heute, vor unserer Sendung, habe ich die aktuellen Pläne für November rumgeschickt.
mit den feststehenden Einsätzen und kriege als Antwort von demselben Kollegen, ja du, ich habe einen Dreh reingekriegt vor 2 Tagen, an den und den Tagen, da kann ich dann also nicht. Ich habe noch nie mal darauf geantwortet. Ich habe es einfach nur gelesen und sagte, ich habe dem doch letztens erst geschrieben, wie ein Vertrag funktioniert. Wenn er ist einen sozialversicherungspflichtigen Vertrag eingegangen. Wir sind sein Hauptarbeitgeber. Da kannst du doch nicht einfach sagen, nee, ich möchte an den Tagen aber nicht arbeiten, ich habe dann Dreh. Da musst du mich fragen, ob ich das möglich machen kann. Ja, die korrekte Antwort wäre gewesen, du, da könnte ich auch einen Dreh haben, können wir da irgendwie einen Weg finden, wäre eine Möglichkeit. So, und jetzt kommt noch das Dumme dazu. Nadine weiß, von wem ich rede. Jetzt kommt das Dumme dazu. Wenn dieser Kollege mich bis gestern Abend angerufen hätte und mir gesagt hätte, Christian, ich habe da eine Drehanfrage, die würde die und die Shows betreffen, die könnte ich nicht machen. Könntest du einen Weg finden? Dann hätte ich mir Mühe gegeben und hätte wahrscheinlich einen Weg gefunden. Ja. Jetzt, ab heute sind diese Einsätze verpflichtend. Die sind amtlich. In dem Moment, wo ich diese Sache rausschicke, sind sie amtlich und fertig. Bis dahin kannst du mal bei mir anfragen. So. Und jetzt werden wahrscheinlich Kosten auf ihn drauf zukommen, weil er dumm ist. Weil er mich nicht vorher anfragt. Weil jetzt kann ich natürlich gucken, dass ich einen Ersatz finde. Der Ersatz wird aber Kosten für uns verursachen im Hinblick von Fahrtkosten. Und vertraglich ist es so geregelt, dass der Schauspieler dann der Angestellte muss dann diese Fahrtkosten für den Kollegen, der einspringt, übernehmen. Wenn er mich das bis gestern gefragt hätte, dann hätte er darum herumkommen können. Also das ist einfach dumm. Ja. Also mir fällt jetzt gerade kein Arbeitsbeispiel. Ah, doch. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wir sind die junge Generation. Ja, das ist. Wer ist das, Messi? Das werde ich jetzt nicht im Chat hier. Also das werde ich jetzt hier nicht aussprechen. Darüber können wir gerne mal reden. Aber du hattest mit dem Kollegen, glaube ich, noch nichts zu tun, Messi. Aber das sind so Sachen. Ich weiß nicht, ob das halt so immer. Aber wir hatten zum Beispiel ja auch bei uns in der alten Firma, wo ich noch gearbeitet habe, da hatten wir auch eine Azubine. So. Da rede ich jetzt gar nicht davon, dass sie jetzt zu doof für irgendwas war. Da rufe ich gar nicht hinaus, sondern einfach so Erfahrungs- und Lebenswelten. Mhm. Ja. Und die fing also an, ihre Ausbildung zur Büromanagement-Kauffrau, irgendwie so ein Kram. Und Marketing-Medien-Kauffrau, genau. Und fing die also an. Und dann hatte ich eigentlich mit ihrer Ausbildung gar nichts zu tun, aber der Chef war nicht da, also habe ich dann im Prinzip, brauchte sie Hilfe. Ja, oder genau, ich ging ans Telefon und die Grundschule, sage ich schon, die Berufsschule hat angerufen. Grundschule würde einiges erklären. Ja, wegen dem Ausbildungsplan, irgendwie so ein Kram. So. Also ich sollte den müsste ich mir mal angucken, damit wir ein paar Sachen koordinieren. Ja, den hätte sie nicht gekriegt, sagt sie. Gut, kann immer passieren, aber ganz ehrlich, glaube ich irgendwie so nicht, weil alle anderen, wir haben ja mehrere Azubis gehabt, haben den auch immer gekriegt und so. Den hast du bestimmt per E-Mail gekriegt. Ja, bestimmt. Komm, wir gucken mal in deine E-Mails rein. Wie geht das denn? So, Moment, du hast uns doch auch eine E-Mail als Bewerbung geschickt. Ja, da wirst du doch irgendwann mal an einem PC, Laptop oder sowas gesessen haben und dann dein E-Mail und dann wirst du doch mal, nee. Das habe ich vom Handy aus gemacht. Die hatte sich noch niemals in ihrem Leben am Rechner in ihr Gmail-Postfach eingeloggt. Noch nie. Wobei ich tatsächlich, wir haben auch einen Schauspieler bei uns, der alles über Handy macht. Der hat der besitzt keinen eigenen Computer. So, und jetzt ist das macht mir jetzt, ich will gerade ein paar Neuerungen einführen. Ja. Und da muss ich jetzt echt überlegen, wie gehe ich damit um, dass der Kollege keinen Computer hat. Und damit wirst du immer öfter umgehen. Weil das nämlich dann, wie ich so ein bisschen festgestellt habe, kein Einzelfall ist. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, weil ich glaube, dass wirklich, das wird immer mehr werden, dass die Leute ja alles am Handy machen und gar keinen Computer mehr brauchen. Was ja auch okay ist, grundsätzlich. Aber wo ich wirklich so konsterniert war, ich dachte so, okay, aber wenn du doch in einer Online-Marketing-Agentur für den Beruf der Medienkommunikationskauffrau bewirbst, dann wäre ich jetzt von so einer gewissen Affinität für diese Medien außerhalb von seinem Handy auch irgendwie so ein bisschen ausgegangen. Es sollte eine gewisse Grundvoraussetzung sein, ja. Obviously not. Ja. Und aber gut, ich meine, das ist ja aber auch so ein Ding, was Bewerbungen und so weiter betrifft, wo du immer häufiger auf Situationen triffst, wo du denkst, alter Schwede, lesen die Leute überhaupt das, was da in der Ausschreibung drin steht? Nein. Wir haben jetzt erst wieder eine Ausschreibung gemacht, dass wir Abendleiter und Techniker suchen.
Ab sofort. Mhm. Dann hat sich jemand beworben. Mhm. Dann wurde mit demjenigen telefoniert. Mhm. Und dann stellte sich heraus, na, jetzt erst mal Weihnachtsgeschäft, dann Karnevalsgeschäft, da ist er gut beschäftigt. Mhm. Und im Sommer hat er auch schon was zu tun, mhm. aber ab nächsten Jahr könnte man drüber reden. Und, Entschuldigung, die Ausschreibung ist ab sofort. Warum bewirbst du dich bei uns mhm. mit ab sofort und klaust unsere Zeit? Mhm. Ja. Steht dick und fett ab sofort. Nein, es liest keiner mehr was. Es liest keiner mehr was. Aber das ist aber, glaube ich, auch so eine Typfrage. Meine Mutter ist 82, die liest auch nichts. Wenn die irgendwas am Rechner ist, dann klickt die einfach alles gnadenlos weg. Hm. Ja, ich klicke auch Dinge gnadenlos weg, aber ich habe halt eben schon 30 Jahre PC-Erfahrung hinter mir. Ich weiß, was ich wegklicken kann und was nicht. Aber sie klickt halt gnadenlos alles weg. Aber ich bin halt leider auch zu den Leuten, da bin ich altmodisch, aber wenn ich irgendwo... Also wenn ich selber auf irgendwas reagiere und etwas mhm. hinschreibe, mhm. sei es jetzt eine Bewerbung oder ich gebe einen Kommentar ab zu irgendwas, was ich da gelesen habe, also gesehen habe, ich lese mir die Sachen vorher durch, bevor mhm. ich einen Kommentar abgebe. Ich lese mir etwas durch, bevor ich mich darauf bewerbe. Ich, mhm. ich bin da leider altmodisch und lese die Sachen vorher, mhm. bevor ich darauf antworte oder darauf eingehe. Ich verstehe das voll und ganz. Vielleicht ist das mein Fehler, keine Ahnung. Ja, Kommentare ist ja auch so ein Stichwort. Ich frage mich ja immer, was bewegt... Gibt es da draußen bei euch im Chat irgendjemand, der auch unter Anzeigen bei Facebook immer drunter schreibt, zu teuer, würde ich nie kaufen? Was bewegt Menschen, das zu tun? Naja, man muss irgendwie seinen Senf dazu geben, weil man dann wichtiger ist. Und dann kriegst du irgendwie auf diese Aussage, 3 gefällt mir's und fühlst dich wichtig, weil 3 Leute geben dir recht. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es. Ich glaube, das ist einfach eine Selbstbestätigung, weil du sonst keine hast. Ja. Wenn man dann aufs Profil von den Leuten geht, sind das auch immer die gleichen Udos. Was Nadine da gerade schreibt, ist auch immer mit den E-Mails. Die Leute sagen, habe ich nicht bekommen. Ich sage, schauen die E-Mail von September. Sie schauen rein und sagen, oh, so weit runter habe ich nicht gelesen. Das hatte ich erst letztens. Da habe ich von ganz vielen gehört, ja, ich habe die Pläne gar nicht bekommen. Und ich so, geh mal in deinen E-Mail-Account, öffne mal diese E-Mail. Dann machten sie das vor mir am Handy. Und ich sage, und jetzt scroll mal runter. Siehst du da den Link? Ach, so weit habe ich nicht runtergescrollt. So. Warum liest du denn nicht die komplette E-Mail, die ich dir geschrieben habe? Und das hatte ich, glaube ich, mit fast einem Dutzend Schauspielern, die das einfach nicht zu Ende gelesen haben und dadurch wichtige Informationen nicht mitbekommen haben und dann aber sagen, ja, ich weiß ja nur das und das. Ja, ich habe es aber nicht, so mit der Technik. Das musst du aber alles wissen, weil ich habe es dir doch geschickt. Ich habe es aber nicht so bekommen. Mit der Technik. Hallo? Ja? Ich bin Schauspieler, ich hab's nicht so mit der Technik. Wenn du eine E-Mail checken kannst, dann kannst du sie auch komplett lesen. Verdammte Axt. Ja, ist so. Na gut, wo wir doch gerade bei der guten alten Zeit sind und früher war alles besser, ja, und so weiter, habe ich... Ich gehöre zu den Menschen, die das nicht sagen. Ich sage nicht, früher war alles besser. Nein, früher war überhaupt nicht alles besser. Ja. Also gehörst du zu den Menschen, die sagen, boah, jetzt nochmal Schulzeit wäre geil? Auf gar keinen Fall Schule. Ich bin groß geworden immer mit Aussagen der Älteren, ach, so wie du in der Schule, ach, das wäre so schön, ich wäre auch noch gerne mal in der Schule und tralala und Schulzeit und so. Und ich blicke heute zurück und sage mir, um Gottes Willen, nie wieder Schule, Halleluja. Auf gar keinen Fall. Also ich wäre noch mal gerne so 28, 30 mit dem Wissen von jetzt. Okay. Ja. Und dann kannst du dich bei 35 einfrieren, so auf dem Level bleiben wir dann. Das wäre cool. Ich hätte gerne die körperlichen Gebrechen von 28 bis 30. So, aber jetzt. Ja. Und sicherlich wäre mir die ein oder andere Liebelei im Teenageralter nicht durch die Lappen gegangen, wenn ich damals schon ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre wie heute, ja, um so subtile Hinweise mitzukriegen. Aber nee, auf Gottes Willen möchte ich nicht nochmal in die Schule gehen. Oh Gott, für mich Gott. Schon ein Grund, warum ich die Schulzeit nicht zurückhaben möchte. Also nicht, dass meine Schulzeit so schlimm war, aber auf Gottes Willen, nein. Für mich einfach schon ein ganz wichtiger Grund ist, ich hatte noch keinen Führerschein, um Gottes Willen. Ich möchte Autofahren nicht vermissen. Ich will ja wieder zu Hause wohnen und so weiter. Oh Gott. Na, ich habe ein bisschen was mitgebracht. So eine kleine Sammlung an lustigen Videos oder an lustige Videos, Videos ihrer Zeit. Ja, der ein oder andere wird das ein oder andere vielleicht schon kennen. Gucken, wir haben jetzt mal hier so 4 Stück. Die sind alle nicht so lang. Ich gucke sie uns einfach mal an. Und wir könnt ja dann ein bisschen mit reacten drauf. Aber sie zahlen so ein bisschen auf das Thema ein, was wir jetzt hier hatten. Früher war irgendwie alles anders. Und viele Dinge, die uns heute skurril anmuten werden, waren damals völlig normal. Und ich glaube auch, dass es irgendwann mal Videos gibt. Und damit möchte ich nicht irgendjemand dissen, der Wert auf seine Geschlechteridentität legt. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es wird in 30, 40 Jahren wird es solche Videos geben von Menschen, die da mal heute vor der Kamera stehen und sagen, ich identifiziere mich als Wunder weiß was. Das wird in so eine Rubrik irgendwann mal fallen. Mit Sicherheit. Ja.
So. Auch ein Kind seiner Zeit. Absolut. Los geht's, würde ich mal sagen. Ich muss, glaube ich, erstmal draufklicken. Genau. Achso, nee, los geht's, würde ich mal sagen, mit dem Thema Schönheit, Pflege und Haare. Und lange Haare waren ja definitiv einfach immer mal ein Thema. Und was früher so mit langen Haaren identifiziert wurde, das können wir uns mal angucken. Das ist auch schon ganz kurz vor Terrorismus. So, müssen wir mal gucken, ob das soundtechnisch jetzt alles so hinhaut, aber es sollte eigentlich. Wir probieren es mal aus. Ich bin gespannt. Ich will nie wieder Hausaufgaben. Heute mache ich Feierabend und dann bin ich auch bis zum nächsten Tag fertig. So sieht's aus. Hm? Ja? Gut, ich habe halt nie Hausaufgaben gemacht, deswegen hat sich da bei mir jetzt nie so viel verändert. Aber Haare lang ist sehr, sehr schön. Genau. Ich hatte ja auch lange Haare. Echt? Du hast mal so lange Haare? Ich hatte Haare bis zum Arsch runter. Nein! Ja. Du warst mal so ein Mettler. Ich war nie ein Mettler. Ich wurde für einen Mettler gehalten, weil ich auch komplett schwarz rumgegangen bin, weil ich kann mit Mettler nichts anfangen. Nein, ich hatte einfach lange Haare. Okay. Ich wollte ja Profi-Wrestler werden. Ist ja sehr verdächtig. Profi-Wrestling war ja immer lange Haare. Ja. Ja, also so Glitter, Glamour. Ja. So. Aber ich wollte einfach immer lange Haare haben. Und noch zu Schulzeiten durfte ich nicht, hat Mutter mir das verboten. Das und, dann, und dann war das Abitur da. Das passt vielleicht auch in das Video jetzt. Absolut, mit Mutter, hat es verboten. Ja. Und dann war das Abitur da und da habe ich gesagt, jetzt kann ich machen, was ich will. Und dann habe ich mir die Haare lang wachsen lassen. Und dann hatte ich über 10 Jahre lange Haare. Bis 2011, glaube ich. Krass. Und dann hat es mir gereicht. Ach. Ja, aber ja, also auch wirklich, ne, dadurch, dass sie halt sehr lockig sind, ist es nie aufgefallen, dass sie bis hier unten waren. Aber wenn ich es gerade frisch gewaschen habe und sie waren nass, dann waren die teilweise bis hier runter zum Arsch. Eieiei. Ja. Mal an. Mir hat halt niemand gesagt, wie scheiße das ausgesehen hat. So, dann gucken wir mal rein. So, ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal. Ja. Furchtbar. Männer warum? Lange Haare haben. Warum denn? Och, grauenvoll. Die sollen arbeiten gehen und anständig sich aufführen wie alle anderen. So, das hat deine Mutter auch gesagt, ne? Ja, arbeiten gehen, anständig sie aufführen. Ja? Nee, tatsächlich, das war tatsächlich gar nicht so der Grund. Sie fand es einfach doof. Also es war nichts von wegen, also meine Mutter ist nicht spießig, das war nichts von wegen anständig aufführen und so weiter. Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumlief, ich meine sie jetzt nicht persönlich, wissen Sie, was ich mit dem machen würde? Dem würde ich selbst die Haare schneiden. Glauben Sie das auch? Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, wissen Sie, was ich mit der machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde, glauben Sie das? Ja, den würde ich halb lahm schlagen. Glauben Sie mir das? Das ist doch was. Uiuiuiuiuiui. Ja? Der gute Mann ist noch aus einer sehr, sehr anderen Zeit. Definitiv. Also ich glaube, der war selbst für das Zeitalter noch alt. Aber lustigerweise kenne ich noch Geschichten von meinem Opa, der auch, der war Polizist zu DDR-Zeiten, ABV, Abschnittsbevollmächtigter, und hatte so einen ganzen Bereich unter sich. Und der hat tatsächlich auch Langhaarige zum Friseur gefahren und gezwungen, dass sie sich da die Haare schneiden. Zu DDR-Zeiten, ne, der ABV hatte das Sagen, also zack, Haare ab und so. Das war schon speziell. Nochmal. Aber ja, was Nadine schreibt, klar, dem Jungen die Haare abschneiden, du hast Mädchen verhauen. Ja. Heieiei. Krass, ne? Ich gehe nicht dicht dran, ich habe Angst dafür, sicher. Ja, das ist es auch, die langen Haare ist es nicht, das sind nur das ganze Aussehen. Gucken Sie sich mal hier die jungen Männer an, was die ordentlich aussehen dabei. Sagt sie, die kurze Haare hat auch wie ein Junge, ja. Das sieht es sauberer. Nur dass die Leute sagen, dass wir Läuse haben sollen und so, das finde ich saublöd, finde ich das. Dabei hat er noch nicht mal lange Haare. Ja, eben. Dabei hat er noch nicht mal lange Haare, wenn das lange Haare sind. Nein. Total nicht. Gestern zum Beispiel noch an Haaren gerissen worden. What? Vom älteren Mann. Wir sind froh, dass wir das Ungeziefer mit den Garen losgeworden sind. Ich meine, jetzt muss er. Ich gehe mal ein kleines Stückchen zurück. Das hier, er könnte doch auch irgendwie so ein Schlagerfuzzi aus der Zeit geben. Ja, natürlich. Warum wurde das akzeptiert? Ein Künstler. Ja. Künstler. Aber auf der Straße dann, wenn es geht, an den Haaren gezogen oder angespuckt oder was weiß ich. Ich meine, das ist aber was, da sind die Leute aber auch nicht wirklich besser geworden. Also lange Haare, klar, das ist jetzt kein Thema mehr. Aber was ich immer wieder lese und höre, ist, dass halt wirklich Menschen mit Afro oder die müssen nicht mal POC sein, sondern auch wenn du so Curly Locken hast, dass wirklich Menschen ungefragt in der U-Bahn diesen Menschen in die Haare fassen und sagen, ach, wollte ich mal schon mal anfassen. Das habe ich auch mal gesehen. Heute noch. Das ist schon sehr absurd. Ja, also das ist,
Also was muss in deiner Erziehung schiefgelaufen sein, dass du in der U-Bahn bei der Haltestelle oder beim Bäcker oder sonst irgendwo jemand wildfremdem in die Haare fasst, obwohl die Schnur mal angepasst haben, so eine grauige Matte? Also völlig gaga, völlig gaga. Gibt es heute ein Äquivalent, also wenn wir jetzt hier das Thema mit Haaren haben, gibt es da heute ein Äquivalent für, wo man sagt so, Tätowierungen ist jetzt auch nicht mehr so. Mir geht es jetzt wirklich um was Äußerliches, was du siehst. Was Äußeres, was du siehst, wo du sagst, boah, das ist sogar immer. Also natürlich wird irgendjemand sich über Body Modification jeglicher Art noch aufregen. Und für meine Mutter mit 82 ist ein Tattoo auch mit einem Bein im Knast. Mhm. So, das ist. Ne? Ich bin auch damit groß geworden, Tätowierung bedeutet, du warst im Gefängnis. Genau, so, ja. Aber abgesehen davon, weiß ich nicht, schreibt's mir in den Chat, vielleicht fällt euch irgendwas ein. Zum Beispiel noch an Haaren gerissen worden. Hier, vom älteren Mann. Wir sind froh, dass wir das Ungeziefer mit den Jahren losgeworden sind. Ja. Ja. Und jetzt glauben Sie, kommt das Ungeziefer mit den Jahren? Unbedingt. Ja, so Haare reißen und sowas, da gewöhnt man sich aber dran. Ich setze mich durch. Das ist ein Zeichen der Freude für mich. Der Günther. War nicht so viel. Du denkst, eine hochwertige Uhr. Das also zu dem Thema. Ja, lange Haare waren ein Thema. Ich weiß noch, es gibt noch ein anderes Video, da stand dann dabei, wo es bei der Bundeswehr, weil halt so die Männer so lange Haare hatten, also so wie jetzt der, wo der an Haaren gerissen wurde, ungefähr die, dass in der Bundeswehr, dann gab es einen Haarerlass, dann konntest du auch ein Haarnetz tragen. Okay. Statt Army-Frisur. Ich weiß, mein Vater. Ging eine ganze Weile. Mein Vater, als der seinen Führerschein gemacht hat, wurde der vom Prüfer zum Friseur gefahren, musste sich die Haare schneiden lassen und danach durfte er die Fahrprüfung machen. Was schon sehr speziell ist. Was schreibt der Chat zu der Frage, gibt es so ein Äquivalent? Katrin schreibt, Frauen mit Körperbehaarung. Ja. Wenn du so, also ich glaube ja, eine Frau, die jetzt, sag ich mal, expressiv zu ihrem Damenbart stehen würde, sicherlich, ja. Ja. Wäre sicherlich so ein Ding, aber dem würde halt komisch angeguckt werden, schätze ich mal. Ja. Aber das glaube ich in allen Zeiten, weil es halt für Frauen etwas Seltenes ist. Wobei das glaube ich dann auch so ein Kulturding ist. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo so in, was weiß ich, in Osteuropa oder sonst irgendwo, wo du eher so eine ländliche Bevölkerung hast, dass da halt so einer alten Frau irgendwie dazugehört. Ich weiß es keine nicht. Ahnung, das ist, glaube ich, so eine westliche Verweichlichung. Ja? Ne? Ja, keine Ahnung. Bunte Haare bedeuten, die Frauen haben psychische Probleme. Ist das so? Habe ich noch nie gehört. Also ich habe mal gehört. Habe mich aber auch noch nie damit auseinandergesetzt. Wenn Frauen sich trennen, gehen sie zum Friseur und Männer gehen Auto waschen. Okay, also diesen Frauen wechseln die Frisur dann, wenn sie den Freund wechseln. Also ob das empirisch belegt ist, weiß ich nicht. Sagen, aber das kenne ich als Klischee. Gerücht oder als Klischee auch. Das übliche Klischee. Das Autowaschen kenne ich nicht. Aber ich kenne auch nicht, bunte Haare bedeutet, die Frauen haben psychische Probleme. Habe ich auch noch nie gehört. Aber interessant. Mena, genauso wie die Bäuche schwangerer Frauen anscheinend auch zum Anfassen da sind. Echt? Gibt es Leute, die einfach nach Schwangeren an den Bauch fassen? Ja, doch, habe ich auch mal gehört. Ja. Aber fragt man da nicht wenigstens? Ich meine, ich habe auch schon mal eine Freundin von mir war schwanger, also jetzt nicht eine gute Freundin von mir war schwanger, nicht von mir, um Gottes Willen. Und da habe ich dann auch immer gesagt, darf ich mal anfassen, ich würde es gerne mal fühlen. Und die hat gesagt, ja klar, gerne. Weil, du hast mal, ja auch anscheinend ein bisschen erzogen worden. Und dann, guck mal, es bewegt sich auch gerade und das war ganz faszinierend. Aber da fragt man doch wenigstens vorher. Nein. Und vor allen Dingen auch, das mache ich doch nicht bei einem wildfremden Menschen. Es gibt Menschen, die fassen einfach so schwanger. Ja, doch, habe ich auch schon gehört. Und Alter, dann, wenn das Kind dann auf der Welt ist, dann gehen die auch an den Kinderwagen ran und sonst irgendwas, ja. Ja. Ja, es ist... Ja, das ist ja mehr als nur Belästigung. Das ist ja wirklich schon. Ja. Alter Schwede. Ja. Nur Männer mit langen Haaren haben Läuse. Ja, gute Frage. Ja, dann ist es das Zwergenart, dass er seine Frauen mag behaart. Ja, außer bei Rings of Power. Da ist irgendwie das bei aller Empowerment ist das irgendwie unter den Tisch gefallen. Aber wir waren ja gerade beim Günther gewesen. Und der Günther, der hat dann trotzdem noch einen Dienst an der Menschheit getan. Er hat sich nämlich ein bisschen dafür eingesetzt, dass ein bisschen Farbe in die Bundesliga kommt. Ja. Der Günther war sowieso großartig. Der Günther war fantastisch. Und dann hat er da nochmal eben... Was heißt war? Der ist ja noch. So, wo muss ich hier dann noch? Klick erstmal da das Bild groß. Bild groß, genau.
Und dann gehst du auf Desktop. Auf Desktop, so. Und dann gucken wir uns mal an. Also du musst dir vorstellen, es war jetzt gerade der Wechsel vom Schwarz-Weiß zum Farbfernsehen. Hm. Ja? Es gibt, Martina schreibt doch, es gibt Frauen, die fassen Schwangeren an den Bauch, denn sie sind ja Frauen, die dürfen das. Okay, ist das... Da wäre für mich dann die Frage, ist das dann auch gefühlsmäßig für die Frau, die da schwanger so angefasst wird, ist das ein Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau macht, der einfach anfasst? Also übergriffig ist es beides. Ja, ja, aber ist es, ne, trotzdem ist es, also ist. Also ich glaube, das ist, also. Ist das von vom Bedrängungsgefühl oder wie man. Ja, also da bist du wieder bei dem, wärst du lieber nachts im Wald mit einem Bär oder mit einem Mann alleine, ja. Aber ich schätze mal, dass es vom Mann nochmal unangenehmer ist, aber übergriffig ist beides. Ja. Unangebracht. Das definitiv, das ohne Frage. Ja. So, machen wir mal ein bisschen was Leichtes jetzt. Ja. Das, meine Damen und Herren, ist überhaupt nichts Neues. Das sind die normalen Trikots der MSV Duisburg, das Zebra-Trikot. Heute vierte Liga. Damals waren die Trikots noch schön. Ja. Spezifischen Hamburger. Achtung, was jetzt kommt. Und schließlich hier das Trikot von Eintracht Frankfurt. Vielleicht von den Sechsen noch das Beste. Aber... So ganz auf der Höhe der Zeit, nach meiner Auffassung, sind diese Trikots nicht. Herr von Garnier ist auch der Meinung, dass sie besser gemacht werden können. Und er warum müssen Sie da tanzen? Geschichtstrainer ist Farbdesigner. Er malt von Beruf Häuser an, Brücken an. Und warum ist sie dann nur ganz in Schwarz? Damit der Kontrast besser rauskommt. Ach so. Ja, okay, das sehe ich ein. Da sind ja etliche ganz in Schwarz. Ja. Aber warum müssen Sie tanzen? Ja. Das sind die 70er, hallo? Ja. Vorschläge machen für... Bundesliga-Trikots. Ja. Das aber warum? Das ist der Vorschlag von Herrn von Garnier für das Trikot von Schalke 04. Königsblau, aber eben ganz anders arrangiert. Königsblau. Es wäre so großartig, wenn das jetzt bekannte Fußballer wären, die da tanzen würden. Das wäre fantastisch. Ne? So plötzlich kommt da so ein Norbert Nickbo und tanzt oder so. Das wäre brillant. Aber warum? Trikot kann man das eigentlich nicht mehr sagen. Das müssen wir für die Schwarz-Weiß-Zuschauer natürlich jetzt erstmal erklären. Und ist es dann, wenn du so ein Trikot trägst, ist es dann verpflichtend, auch so über den Platz zu laufen? Die Hose ist blau. Stutzen sind grün und rot. Die junge Dame tut so, als wenn sie zum HSV Hamburg gehörte. Ja, auch von Hamburg. Ja, auch der Kies. Aber was hat jetzt Günter Netzer damit zu tun? Hat das Trikot an, dass wir uns in der nächsten Geil, er sieht aus wie so ein Pornodarsteller. Ja, ein richtiger 70er Pornodarsteller. Der Stadt oder des Landes, der Mittelteil ist zu sehen, die Ränder rechts und links schwarz. Das ist das hübscheste farblich, finde ich. Das gefällt mir am besten. Das ist mein Lieblingstrikot und es gehört Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Eine deutliche Verbesserung über dem, was die Düsseldorfer im Augenblick haben. Es ist oben weiß, dann ist es orange, dann ist es... Das ist schon schlimm. Mhm. Ja. Und Günter Netzer ist auch sehr begeistert, wie man im Hintergrund gesehen hat. Also, damit muss ich jetzt rumlaufen. Ja. Aber das waren doch dann keine echten Trikots. Das nein, die sind nie zum Einsatz gekommen. Das war halt mal so ein 70er Jahre. Wir können halt so einen Quatsch schon machen. Der so ein Trikot 10 Jahre lang getragen hat oder noch länger, 20 Jahre lang. Körpersprache sagt halt alles vom Günter. Ja. Ja, ich bin im Grunde genommen auch der Meinung, dass mehr Farbe in die Stadien rein soll. Das ist ein Service auch an die Zuschauer. Das habe ich nie verstanden, warum das ein Service an den Zuschauern sein soll, wenn ich Augenkrebs kriege. Das ist richtig. Ja. Das hab ich nie verstanden. Ja, aber das war schön. Ich meine, die 70er waren schon schön bunt. Ich meine, wenn du auch mal so, ich habe letztens so ein Foto gesehen, irgendwo hier vor aus dem Ruhrgebiet, Zeche Zollverein, irgendwas aus den 70ern. Also, da war alles grau, aber der Parkplatz, der war richtig bunt. Weil die Autos so bunt waren. Gut, aber ist das heute anders? Ja, ja. Heute gibt es nur drei Autofarben, weiß, grau und schwarz. Ich habe Bronze. Ja, wird dir beim Wiederverkauf auch auf die Füße fallen. Wiederverkauf, ja, das wird gefahren, das auseinanderfällt. Ja, gut, okay, und das ist nicht mehr lange hin. Ja. Aber bestell dir mal ein gelbes Auto. Da sagt dir jeder Auto, echt? Das ist auch geleased. Na gut, ich habe ja von Autos keine Ahnung, da bist du ja der Experte für. Ja. Echt jetzt? Ja, also Farbe, exotische Farben, und dazu zählt jetzt schon ein gelb-grün irgendwas, was jetzt nicht foliert ist, wurde wieder abmachen. Außer es ist ein Citroën, der muss gelb sein. Weiß ich, ich fahre demnächst einen Citroën, der ist auch schwarz. Ja. Gott, wenn der gelb wäre. Aber was habt ihr denn für Autofarben? Ja? Aber hat das einen spezifischen Grund mit... Weil die 70er bunt waren. Ja, aber warum, also hat das einen Grund, warum heute ist das einfach nur out, oder hat das auch was mit günstigere Herstellungskosten, bla bla bla? Ich glaube, es geht einfach darum, dass du eine Karre kaufst,
weil wenn du sie halt wieder verkaufen willst und so weiter, dann musst du halt irgendwie so ein bisschen was nehmen, was halt im Zweifel im Großen, also wo du halt die meisten Absatz... Also ist so ein bisschen so, wie wenn du aus der Wohnung ausziehst, musst du Raufaser weiß anbringen. Ja, genau, exakt, weil darauf können sich alle einigen. Ja. Exakt, genau, richtig, ganz genau, das ist das. Ja. Da kann keiner was sagen. Also ich würde zwar sagen, wieso hast du jetzt Raufaser weiß und so, aber ja, das darauf können sich alle einigen. Ja, weil wehe, du hast da irgendwie eine rosa Wand oder grün oder oliv oder keine Ahnung was. Ja. Genau. Und deswegen bestellen die meisten Leute wahrscheinlich ihr Auto in Schwarz-Weiß. Das kostet sogar meistens extra. Also zum Beispiel Mazda ist eigentlich rot immer für lau. Das ist so, gibt so ein Mazda-Rot, das ist immer kostenlos, also ja. Standardmäßig drauf. Ja. Und wenn du eine andere fahren willst, gibt es ein paar, die meistens die bunten, die kosten nicht mal irgendwas. Aber weil die schwarze und die sind meistens Sonderlacke, Metalliclacke etc. kosten eigentlich sogar mehr. Die meisten nehmen dann einfach was, wo sie sicher sein können. Na gut, mit einem grauen Auto kannst du nichts falsch machen. Ja. Spannend. Ja, denke ich mal, und da waren da. Ich noch nie drauf geachtet, ja. Aber ich. Also guck dir, wenn du. Ich werde gleich, wenn ich nach Essen fahre, mal bewusst drauf achten. Wie viel weiße, schwarze und graue Autos zu sehen wirst und wie wenig bunte. Genau, oder Farben. Genau. Ja. Ja. Ganz. Und wenn du dann so mal so eine alte, weil wir hatten ja mal, in alten Folgen haben wir mal Pumuckl und hier den Spuk im Plattenblau da geguckt. Ja. Und wenn du da auch nochmal dir die Straßenszenen nochmal anschaust oder wenn du so eine alte Serie guckst oder so eine Straßenszene, achte mal auf die Autos, wie bunt die waren. Mhm. Ja, grüne, gelbe, rote, auch richtig kräftiges Rot und so weiter. Metallicfarben hatten die ja noch nicht so, das war dann alles einfach so plain rot angestrichen. Ja. Jetzt ist ja so der neueste Trendscheiß oder wird einem davon auch abgeraten und das machen nur ganz spezielle Leute, ist ja dieses, oh Gott, das hat dann so einen Schimmer, so in verschiedenen Farben, so ein Lack. Wie heißt denn das? Ja, so ein, ich weiß, was du meinst, aber das machst du ja nur auf irgendeine Eventkarre. Das kippt ja keiner auf sein normales Auto. Ich habe das schon auf normalen Autos auch gesehen. Ja, aber das ist ja dann meistens, guckst du dir den Fahrer an und sagst, ja gut, okay. Nadine hat ein rotes Auto, das stimmt. Ja? Und erinnerst du dich noch an den Polo Joker? Dieser Polo, wo jedes Bauteil eine andere Farbe hatte? Um Gottes Willen, nein. Nein, kennst du nicht? Jetzt wird ja mal eben, oder Google mal eben schnell, genau, Polo Joker, ja, da hatte jedes Bauteil hatte eine andere Farbe. Zack, genau, gehst mal auf, der genau, richtig, ja, genau. Holy crap. Ja. Gehst mal auf, zeig das mal im... Ich will nur hier den ganzen Scheiß mal wegklicken. So, genau, das ist jetzt schon das neue Modell. Oder neueres Polo Modell. Joker, Harlequin, genau. Und den gab es aber, das ist aber, geh mal zurück, mach nochmal eine Bildersuche. Und dann machst du, geh mal, vielleicht hieß ja auch nicht Joker, sondern Harlequin. Da, hier oben der, das, nee, der Wikipedia, genau, da, zack, das Ding kannst du machen. Das war dieses Ursprungsmodell-Gedöns, da ist er. Genau, jawohl. Genau. Und der war gar nicht so selten. Der war gar nicht so selten. Der sieht aus wie aus Legosteinen gebaut. Irgendwie. Ja. Harlequin, nicht Joker, Harlequin hieß der, genau. Ja, genau. Ja. Der war nicht so selten. Der hat, ja. Aber der, wann? So Ende 80er, Anfang 90er. Okay, also noch bevor bei uns die DDR zu Ende war. Okay, gut, deswegen habe ich nicht gesehen. Ja. Okay. Und ich meine, der hatte natürlich den Vorteil, egal wo du dir eine Delle reingefahren hast, du kannst ja jedes Ersatzteil, das du irgendwo gekriegt hast, einfach dran knallen. Genau. Farbe war ja scheißegal. Ja. Absurd. Noch nie gesehen. Ja. Auto ist das auch. Zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Sehr, sehr absurd. Ja. Auto ist auch ein schönes Stichwort. Aber was Gabi schreibt, finde ich eigentlich gar nicht unschön. Ist tatsächlich auch was, wo ich denke, ach, ist jetzt gar nicht so scheiße. Wenn schon auffallen, dann richtig. Da traut sich aber heute. Würde doch eigentlich in unsere bunte Gesellschaft passen. Mhm. Außer bei Autos, da sind wir alle nicht so bunt. Na gut, aber Deutschland ist ja eh, was Autos betrifft, ein unfassbar konservatives Land. Richtig. Ist ja das, was, wenn sich immer drüber lustig gemacht wird, über die Amis mit ihren Waffenwahn, dann haben wir gesagt, naja, wir haben dafür unsere Autos, ne? Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da argumentiere ich exakt genauso irrational wie Amis, was ihre Dinge. Also wenn es um Tempolimit angeht, bin ich auch großer Verfechter für freie Fahrt für freie Bürger. Siehst du, Auch wenn ich natürlich absolut weiß, dass das rational auf keiner irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Es gibt kein vernünftiges Argument dafür, gibt es nicht.
Außer ich war halt auch gerne mal 180, 190, 210. Aber es gibt keine Argumente. Das ist völlig klar. Das Privatvergnügen, was da der genau. Vernunft überwiegt. Absolut. Klar. Ja. Klar. Das ist ja, aber wenn man das einsieht, ist das ja auch schon wieder akzeptabel. Ne? Ja. Weil ich bin absoluter Verfechter dafür, führt endlich das generelle Tempolimit von 130 ein, damit ist allen geholfen. Und ganz ehrlich, mit 130 könnte ich sogar leben. Also 100 wie in Holland ist schon nervig. Ne, 100 fände ich auch also wahnsinnig nervig, aber 130, ne, ja. Tempomat eingestellt, weil ich war eh meistens nur so 135, ja. irgendwie damit. Du hast auch. Komm überall wunderbar. Und du bist auch nicht schneller. Also ich habe das ja jetzt nur, also selber mal jetzt noch nie so bewusst getestet, aber du hast vielleicht auf eine Strecke von hier nach Hamburg 20 Viertelstunde mehr, wenn du Gas geben oder Gas geben kannst, plus den Stress und so, den du hast. Aber klar, wenn ich halt mal, es gibt einen tollen Abschnitt von, wenn du nach Berlin im Auto fährst, so ich weiß nicht, ist das irgendwo von zwischen Wolfsburg und Magdeburg. Ja, und ja, so ja, Kram. Ja. Das fahre ich ja sehr, sehr häufig. Es geht ja nur geradeaus. Nur geradeaus. Drei Spuren, nur geradeaus. So, und wenn du die halt mal so im frühen Abend hast, so um 8:30 oder so, wo die komplett leer ist, ganz ehrlich, dann sind das so diese Momente, wo ich freue, geil, jetzt kann ich mal 200, also fahre ich dann auch, freue ich mich auch, ja. Aber ich wäre zum Beispiel ein ganz schlechter Beifahrer. Also wenn ich könnte nie bei jemandem neben dran sitzen, der dann 230, 240 fährt. Würde ich aber auch aus Vernunft, also ich bin selber auch schon, ich glaube, das Maximale, was ich mal mit einem meiner Autos gefahren bin, ich glaube, mit meinem Ford habe ich 210. Okay. So, das war das Maximale, was ich mal gefahren bin. So um, weiß ich nicht, 2005 rum oder so muss das gewesen sein. Aber auch nur alleine im Auto. War, glaube ich, tatsächlich sogar diese Strecke. Ja. Ne, bin zu meinem Bruder gefahren oder so, keine Ahnung. Dementsprechend easy Strecke. Aber das Ding ist einfach, also zum einen mit einem Beifahrer würde ich es nie machen. Ja. Niemals, weil... Du hast eine Verantwortung für jemand anders. Ich muss sagen, ich habe eine Verantwortung für... Ich hab auch so Verantwortung für alle Leute, so, die noch andere richtig, ganz genau, fahren. Ja. Aber ist ein anderer Grad von Verantwortung nochmal. Aber das Ding war einfach, dass ich mit dieser einen Erfahrung mich... Also ich habe das eine Zeit lang gemacht und dachte einfach, scheiße, ich habe keine Kontrolle mehr. Okay. Du kannst machen, was du willst. Du hast bei so einer Geschwindigkeit, du hast über dieses Auto als normaler Autofahrer keine Kontrolle. Als trainierter Rennfahrer. Jo, klar, check. Aber als normaler Autofahrer kannst du mir sagen, was du willst. Du hast keine Kontrolle mehr. Allein dieser Tunnelblick war so, ist so gewöhnungsbedürftig. Also, und die kleinste Kurve, du bist dort so schnell drin, da muss nur irgendwie ein Scheiß oben liegen. Du kannst nicht ausweichen, hast du keine Chance. Keine Chance. Und da habe ich mir gedacht, so brauche ich nicht. Ja, verstehe ich maximal mal 160, 170, aber also mittlerweile fahre ich maximal meine 130, maximal mal 140, aber auch schon aus gewissen Geizgründen, weil einfach schlichtweg. Ne, mein Auto hat ab 140 einen Spritverbrauch, der ist nicht mehr heilig und das möchte ich einfach nicht. Ja, verstehe ich voll und ganz. Also nur so habe ich meine 8, 9 Liter, das ist schon viel bei 135 und komme überall hin und alles gut. Und dieses ständige Anfahren, Abbremsen und so habe ich so auch nicht. Das heißt, ich fahre viel entspannter. Ja, ich bin da grundsätzlich, also auf einer Vernunftsbasis bin ich vollkommen bei dir. Und gibt auch, wenn ich so eine lange Strecke vor mir habe und wir fahren in Urlaub oder so, dann auch Tempomat 120, genau. Mittelspur, zack, genau. Einfach hoch. Aber wenn ich kann, dann oder mal Bock drauf habe und auch meistens, wenn ich alleine bin, Forever Nerd Girl fährt auch nicht gerne schnell, also von daher, die kriegt schon bei 190 Pimpernellen, dann fahre ich aber schon eher 160, 170 eigentlich durch. Und dann habe ich auch schon mal 297 drauf gehabt und das war 305 wäre 297? Gegangen. 297? Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das hatte ich so für 10 Sekunden und dann war auch so, weil die Autobahn war frei, also da wäre jetzt auch nicht irgendjemand drin gekommen. Und das war aber dann so schon weit über unentspannt. Also schon weit über unentspannt. Das glaube ich aber. Schon weit über unentspannt. 207, bist du bekloppt? Alter Schwede. So dass, als ich dann das Video von dem Bugatti-Typen gesehen habe, der halt irgendwie so knapp 400 gefahren ist auf dieser besagten Strecke. Ja. Nee. Aber das war wirklich so, wollte ich mal gucken, okay, was hat die Karre, was geht da? Da habe ich das wirklich mal auf dem Schnitt da mal getestet. Und da muss ich sagen, für sie getestet, brauchen sie nicht wiederholen, ist nicht entspannt. Es ist nicht entspannt. Es ist absolut nicht entspannt. Vor allem, weil dann irgendwann so, kickt dir dann so rein, gar nicht mal, dass ich jetzt das Lenkrad verreiße oder so, sondern eigentlich nur was so. Ist nur, was ist, wenn dir ein scheiß Vogel vor die Scheibe fliegt? Auch an den habe ich nicht, Reifen hatte ich so im Sinn, ne, dass der Reifen platzt oder irgendwie so Kram. Und dann war der Gedanke da und dann bin ich auch sofort so viel runter, also bin ich vielleicht 10 Sekunden auf der Geschwindigkeit gewesen und so. Also, nee, also meine Reisegeschwindigkeit sind so, wenn ich es eilig habe, so 160, 180 oder so den Dreh, aber ich bin vollkommen bei dir, auch hier Spritverbrauch ab irgendwann absurde Höhen, sodass ich meistens so 130 habe, Tempomat rein und dann, pff, ja.
Go with the flow. Ab wann setzt der Tunnelblick ein? 180, oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es gibt, glaube ich, eine bestimmte Geschwindigkeit, ab wann der Tunnelblick einsetzt. Weiß das jemand im Chat? Ab wann der einsetzt? Ich glaube, ich habe 180 im Kopf, ich kann mich aber irren. Okay. Ja. Zum Fahren, da könnten wir jetzt auch Geschichten erzählen. Ah, der Michael, hey! Ich habe dir gerade zwei Bilder aus Tunesien geschickt. Hier, Michael Jedipedia, Kargriff. Ah ja. Michael von der Jedipedia, der ist gerade mit dem Carsten von der German Base Yavin und dem Tim von Saber Project und er ist noch dabei, Christoph von der German Garrison und so. Die sind gerade in Tunesien. Ach, macht alte, bei der Galaxy Tours. Er macht alte New Hope Location. Richtig, richtig. Mhm. Mit den Galaxy Tours von Devon. Nice. Sehr, sehr cool. Wäre ich gerne mitgefahren. Ich kann es mir aber dieses Jahr noch nicht leisten. Ich hoffe auch nächstes Jahr, dass ich da ein bisschen das zusammengespart habe. Ja, fahr mal langsamer. Ja. Gut. Bilder geschickt. Apropos. In der Zeit am Flughafen. Ah, dann sind sie wahrscheinlich schon wieder, sind sie schon wieder zurück. Okay. 180 ist reell. Okay. Naja, okay. Also, gut ist ja, dass man. Ah ja, sag mal, hast du da. Sag mal her. Ach, wie schön. Ja. Ach, cool. Das kenne ich. Irgend so ein Film, habe ich mal gesehen. Komm gerade nicht drauf. Ja. Da sieht man noch die Brandspuren auf dem Boden von Owen und Beru sind noch so abgesteckt auf dem Boden. Das wäre natürlich sehr, sehr nett. Sehr cool. Ich zeige die Bilder jetzt nicht, aber Michael, wir machen mal einen Stream. Da wurde ja auch ein Cast mit dazu und so, wo ihr uns von dieser Reise berichtet. Ja, jetzt machen wir weiter. Also wir sind ja gerade beim Thema Auto und da trifft es sich natürlich gut, dass wir heutzutage Sicherheitssysteme haben und du legst ja bist kein Gurtmuffel, oder? Nein, also ich habe dummerweise, und ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht beantworten, aber es gab zu Kindheiten etwas, das mein Vater gemacht hat und wir haben es gehasst und haben ihn immer angeschnauzt. Mein Vater ist losgefahren und hat sich dann erst angeschnallt, während er schon so auf der, so 50 in der Stadt auf der Geschwindigkeit war, dann hat er sich erst angeschnallt. Kam auch schon das Anschnallsignal und wir haben immer gemeckert und gemeckert und gemeckert. Rate mal, wer das heute auch macht. Du. Echt? Ja, okay. Ich fahre los, ne, sag an, losfahren und erst, wenn ich im Fahren bin, schnalle ich mich an und ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht beantworten. Das kommt bei mir bestimmt mal vor, aber es ist definitiv nicht. Nee, es ist absolut die Ausnahme. Also es kommt bestimmt mal vor. Das hat auch nichts mit Gurtmuffel oder irgendwas zu tun. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir das angewöhnt habe. Ich weiß es nicht. Josie ist jetzt schon immer. Weil ich habe gesagt, ich will das nicht. Aber ich habe mir das irgendwie angewöhnt und mein Vater ist schuld. Und Josie ist dann schon, du musst dich anschnallen. Ja, ich weiß. Und ich krieg das aber. Ich muss mich da bewusst darauf konzentrieren, dass ich mich sofort anschnalle, bevor ich den Motor anmache. Okay. Und meistens ist es aber einsteigen, Motor an, losfahren, anschnallen. Und das ist unfassbar dumm. Es ist jetzt ein bisschen einfacher geworden oder jetzt schnalle ich mich schnell an, weil mit der neuen Wohnung kann man einen Tiefgaragenstellplatz. Mhm. Und da schnalle ich mich an, bevor ich aus der Tiefgarage rausfahre. Aber wenn ich so, was weiß ich, wenn ich heute zum Beispiel von Krimi-Dinner aus dann abends nach Hause fahren werde, dann werde ich mich garantiert erst wieder anschnallen, wenn ich schon auf der Straße bin. Aha. Das ist unglaublich dumm. Ich kann dir nicht beantworten, warum. Ja, also liebe Ordnungshüter, wenn Sie bisschen Geld verdienen wollen. Dann stehen Sie heute Abend 22 Uhr in Essen in der Rottstraße 42 und winken dort raus. Gibt 30 Euro zu verdienen. Ja, also, ja. Das war ja aber, wie gesagt, nicht immer so, denn als die Anschaltpflicht dann wirklich 84 erst gesetzlich eingeführt wurde. In der DDR war die Gurtpflicht, glaube ich, früher da. Okay. War das ein Riesending? Und mein Onkel, zum Beispiel mein Onkel väterlicherseits, der hätte überlebt, wenn er angeschnallt gewesen wäre. Ja, krass. Ja. Ja, der ist 5 Jahre vor meiner Geburt bei einem Autounfall gestorben und der hätte überlebt, wäre angeschnallt gewesen. Und ich glaube, in der DDR kam die Anschnallpflicht 76, also ein Jahr nach seinem Tod. Okay. Ja. Und mein Onkel, wir Quietschkes haben einen bescheuerten Humor. Und mein Onkel hatte damals einen Cartoon aus der Zeitung ausgeschnitten von einem Unfall, wo drauf stand, der nächste Baum ist meiner. Den hat er in der Hosentasche, als er gestorben ist, am nächsten Baum. Ja. Also 84 wurde dann die Anschaltpflicht gesetzlich verankert und auch dazu gab es dann eine entsprechende Meldung in der Tagesschau und die ist auch wirklich nicht gut gealtert. Ein weiteres Thema im Bundesrat, die Gurt-Anschnallpflicht in Autos. Das Klick ist vielen lästig, also lassen Sie es. Aufklärungsaktionen erreichen nicht viel. Immer weniger Autofahrer schnallen sich an, in Ortschaften nur 47%. Die Unfallzahlen aber stiegen. Muss ich mir vorstellen, 47%, über die Hälfte hat sich nicht angeschnallt. Mhm. Ja? Ich hatte immer so einen Taxifahrer, der hatte dann auch so einen abgeschnittenen Gurt, nur den Clip, den er dann da reingesteckt hat. Damit es nicht piept, Damit es nicht piept. Mhm.
Ja? Ja, der mir Moni fragt, piepst dein Auto nicht, wenn du nicht angeschnallt bist? Doch, und meistens ist das der Moment, wo ich dann den Gurt reinmache, wenn es anfängt zu piepen. Darum brachte heute im Bundesrat das Land Nordrhein-Westfalen einen Antrag ein. Der Bundesverkehrsminister wird aufgefordert, eine Regelung zu schaffen, durch die Autofahrer, die den Gurt nicht anlegen, ein Verwarnungsgeld zu zahlen haben. Schon einmal hatte eine Mehrheit der Länder eine solche Bestrafung gefordert. Aber Verkehrsminister Dollinger wollte lieber an die Einsicht der Autofahrer appellieren. Heute die Begründung des Antrags. Nach Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenbau könnte jede Steigerung der Gurtanlegequote... Politiker sehen aber auch immer gleich aus, oder? Über die Generationen hinweg sehen die immer gleich aus. 40 Autofahrer. Aber weißt du, was verlustig gegangen ist bei Politikern? Sind so die schön sprechenden Nachnamen. Die gibt's nicht mehr. Was sind denn schön sprechende Nachnamen? Ja, so Strauß, Blüm, Vogel, Kohl, ja. Jetzt heißen, haben sie alle Doppelnamen, ja, und haben keine schönen, also schöne sprechende Nachnamen gibt es irgendwie nicht mehr. Merz. Ja. Siehst du, da hast du, wenn du es vielleicht. Da hat man so doch mal was Positives gefunden. Genau, ich wollte sagen, wenn du es mal so sagst, dann sagst du, oh, Merz, es ist schon fast Frühling, ja. Ja. Ist schon fast April. Oh Gott. Manchmal ist auch Ostern schon im März oder Karneval noch im März, ja. Das ist doch, ja, siehst du, da kannst du auch, wenn du in der Wahlkabine stehst, ach ja, komm, damit kriege ich es hin. Das klingt doch gut. Ja, das klingt doch gut. Oh, ja, das klingt doch gut, genau. Das mag eine statistische Durchschnittsquote sein. Ich dachte, da kommen jetzt noch ein paar Interviews mit Autofahrern, aber da habe ich mich vielleicht hier geirrt. Gucken wir mal. Nach weiteren Schätzungen würden im gesamten Bundesgebiet jährlich 1.900 Menschen weniger getötet. Die Brille kannst du so wieder tragen heute. Ja. Ja? Die Brille kannst du wieder tragen. Und 40.000 Menschen weniger verletzt, wenn sich anschnallen würden. Der Verkehrsminister möchte lieber staatlichen Zwang vermeiden. Jetzt will er die nächste Untersuchung abwarten. Die Ergebnisse werden im April vorliegen. Es sieht so aus, als ob die neuesten Zahlen eher schlechter als besser sind. Das heißt, das Verwarnungsgeld wird mit Sicherheit eingeführt, vielleicht schon zum kommenden Herbst. Einmal ohne Gurt fahren kann dann 40 Mark kosten. Ach, 40 Mark. Ja, also 20 jetzt Euro. Siehst du? Sieg will gute Nacht auch als zuckerfreies Spray. Hey, mal aus. So. 20 Euro. Siehst du? So, einen habe ich noch zum Schluss. Und dann machen wir aber auch noch, nämlich noch eine Sache. Einen kleinen Tipp noch. Haben wir eigentlich mittlerweile, kurze Frage zur Gurtpflicht? Ja. Da habe ich mich nie damit beschäftigt, weil ich auch so selten Radfahre. Gibt es mittlerweile eine Helmpflicht für Radfahrer? Nee, ne? Ist auch nur eine Empfehlung, oder? Glaube ich, auch eine Empfehlung, ja. Wäre aber auch mal sinnvoll, oder? Da wäre ich aber auch so ein also da wäre ich auch, ich fahre nicht Rad, aber ich habe auch kein, also ich habe kein Fahrrad, aber ich hätte auch eher das Fahrrad, bevor ich den, also käme auf meinen Einsatzzweck an. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt so das Fahrrad nutzen würde, um damit samstagabends in die Stadt zu fahren, sage ich mal, da würde ich auf den Helm, ehrlich gesagt, aus Bequemlichkeitsgründen und was mache ich mit dem blöden scheiß Helm dann abends, würde ich ihn auch nicht aufziehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, aber rein aus Lebenserhaltungsgründen. Ja, ist das schon sinnvoll. Ich weiß. Mein anderer Onkel mütterlicherseits hätte überlebt, hätte einen Helm getragen. Ich erkenne da irgendwie nicht. Ja, der ist 5 Jahre nach meiner Geburt gestorben, der ist vom LKW angefahren worden. Ja. Ja, also keine Ahnung. Trägst du beim Fahrradfahren einen Helm? Also, ich habe einen, aber das Lustige ist, seitdem ich diesen Helm habe, ist mein Fahrrad kaputt. Also, wenn ich jetzt Mountainbiken würde, würde ich natürlich einen Helm tragen. Ja, auf jeden Fall. Ist was ganz anderes. Auf jeden Fall. Ich trage auch einen Skihelm. Ich habe mir ganz ehrlich, Bist du Ski oder? Ja. Okay. Und ich habe jetzt auch, also ich jetzt seit 10 Jahren habe ich jetzt auch einen Skihelm oder einen zweiten inzwischen schon. Und die Helmquote beim Ski ist inzwischen wirklich bei 99%. Ich dachte, beim Skifahren muss man einen Helm tragen, wenn du auf so professionelle Pisten gehst. Nein, musst du nicht. Aber die Tragequote bei Helmen, also als ich angefangen habe, Skifahren zu lernen in den 80er, 90ern, war das absolut exotisch. Okay. Also da war vielleicht 1 von 100 Kindern hatte vielleicht einen Skihelm. Ja. Ansonsten hat dann wirklich niemand einen Helm, außer er ist professionell Rennen gefahren. Ja. Niemand einen Helm. Und inzwischen ist es so, dass die Helmquote beim Skifahren ist 99,9%. Also da gibt es wirklich ganz selten mal, natürlich immer Männer, die keinen Helm, also es ist wirklich, wenn im Skistand ist einer von 100, der keinen hat. Und das ist dann der Exot. Definitiv. Also ich würde mir jetzt schon komisch vorkommen, wenn ich keinen hätte. Und
Ja, frag mich nicht, aber das ist ja diese Schizophrenität, ob da, also es gibt auch keinen vernünftigen Grund, wenn ich jetzt Fahrrad fahren würde für die Stadt, den halt, gerade in der Stadt müsste ich ihn ja tragen. Ja, genau. Gerade in der Stadt. Aber dann denke ich mir halt so, ja, was mache ich denn mit dem scheiß Helm? Mhm. Beim Skifahren ist halt was anderes, glaube ich, auch den Helm dabei, aber da habe ich sowieso noch meine Skischuhe und so weiter. Wenn ich da Abriss-Ski mache, dann liegt der Scheiß halt da irgendwo rum. Aber im Brauhaus die ganze Zeit den Helm dabei, ist mir halt auch irgendwie blöd. Also, aber jetzt lass es, wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, diesen Helm sicher an dein Fahrrad mit anzuschließen. Gibt's ja. Gibt es, okay. Ja, klar, ja. Warum dann nicht so? Ja, dann hast du das Problem gelöst. Dann sind ja meine Haare im Arsch. Ja, Entschuldigung, aber so kann man nicht viel kaputt machen. Da machst du dann einmal so, schon liegen die Haare. Also wahrscheinlich würde ich es, also ich glaube schon, es ist einfach eine Gewöhnung. Ich habe ein Fahrradfahren ohne Helm, das war bei mir nicht drin. Helm. Ich fahre jetzt kein Fahrrad mehr, weil ich keins habe und keins brauche. Und wenn ihr da draußen, fahrt ihr Fahrrad mit Helm oder ohne Helm? Wenn ihr Fahrrad fahrt, mit oder ohne Helm? Genau, ich bin neu. Seit 1. Jänner 2022 gilt in Südtirol, Italien, gibt es dann teilweise eine Helmpflicht. Für Minderjährige unter 18 Jahren. Ah, okay. Nein, aber ich rede, wie gesagt, davon, dass das alle. Und ganz ehrlich, ich bin auch letztens schon mal so Skifahren an der dümmsten Stelle überhaupt, also wo eigentlich gar nichts war. Das war so ein Ziehweg und frag mich nicht, warum auf einmal verreizt mir den Ski. Und ich war nicht mal so metermäßig schnell, aber aus irgendeinem bin ich voll auf die Fresse geflogen und da auch so auf den Hinterkopf, wo ich auch sagen würde, ah, ohne Helm, aha, da war jetzt kein Stein oder sowas, ja, aber ohne Helm wäre das ein ordentlicher Dez gewesen. Ja. So war das, also so wie es gerumpelt hat, mit Helm, will ich gar nicht wissen, wie es ohne Helm gewesen wäre. Und der Schumide ist ja auch mit Helm auf den Stein geknallt im Stehen. Das ist halt auch so Murphy's Law ohne Ende, ne? Ja. Wo es mich schon derweil mal zerbrezelt hat auf der Piste, wo gar nichts war. Mhm. Ja. Wo es wirklich so abgehoben und über die Piste geflogen und duf, und wir aufgestanden und eingesammelt weitergefahren, ja. Ja. Also, wenn ich manchmal überlege, was wir als Kinder irgendwie für Scheiß mitgemacht haben und was da nicht alles passiert ist. Mit einem Schlitten voller Kanne gegen einen Baum gefahren, der auf der Piste lag. Und weit drüber hinaus einfach geflogen und gelandet und aufgestanden, abgeschüttelt, weitergemacht und drüber gelacht. Ja, was auch meine Eltern, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so erlebt haben, weil im Trabant ging das jetzt nicht so, aber bei uns war das in so Kindergeburtstag in den 80ern sah meistens so aus, dass die Eltern eigentlich die Kinder danach immer nach Hause gefahren haben. Ja, klar. Also, dass sie so. Und dann auch, da haben 5 Kinder hinten reingepasst. Ja, gut, okay. Also meine Eltern und nicht nur mein Vater, sondern auch andere Väter haben definitiv die Autos über die Zulassungsgrenze hinaus beladen. Ja, klar, da war ein Klapperraum. Haben wir die Klappe aufgemacht? Genau, der Älteste musste nur die Klappe halten und dann bist du da jetzt vielleicht nicht gerade über die Autobahn gebrettert, aber zumindest mal so über Nebenstraßen hast du die Kinder nach Hause gefahren. Das kannst du ja, wenn du das heute machst. Die WhatsApp-Gruppe, ja, die würde ja ausrasten. Ach du, ich hab Kumpels bei einem Umzug geholfen, ist noch gar nicht so lange her, lass es 10 Jahre her sein oder 15 Jahre. Und da war halt das Auto nicht gut genug gefüllt, das Umzugsauto, und vorne der Wagen war voll. Da habe ich gesagt, gut, ich bleib hinten drin, ich halte alles fest und ihr fahrt. Und so sind wir dann durch Bochum gefahren. Ja. Ich war hinten im Umzugswagen drin, habe alles festgehalten und die sind gefahren. Ja, genau. So. Und wie im Chat geschrieben wird, im Kofferraum fahren war das Beste daran. Exakt, man hat sich nämlich gekloppt darum, wer im Kofferraum sitzen durfte. Ja. 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 Ja, aber was ich zum Beispiel noch kenne, wenn wir irgendwie in Urlaub gefahren sind oder so, lange Autofahrten, dann habe ich hinten auf der Ablage gelegen und geschlafen und mein Bruder drunter auf den Sitzen hat geschlafen und Mutter und Vater sind gefahren. Ja. So, das war halt irgendwie auch normal. Da war auch niemand angeschnallt, also mein Vater natürlich, aber hinten gab es halt keine Gurte und wir lagen da halt einfach und fertig, hat sich keiner einen Kopf drum gemacht. Ja, was schreibt die Nadine? Meine Oma hatte einen Kombi, da haben wir grundsätzlich mit 4 Kindern drin gehockt. Auch wenn vorne alles frei war, wenn Polizei war, haben wir uns geduckt. Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt ducken mussten, wenn die Polizei kam. Oder ob es da irgendeine Anweisung gab, weiß ich nicht. Aber ein kleines Schmankerl habe ich noch. Nämlich, es wurde 1977, kam ein neuer Trend aus den USA. Das sogenannte Rollbrett. Und das sorgte auch für kontroverse Diskussionen. Die in der Bundesrepublik populär gewordenen Rollbretter, die Skateboards, sollen wegen der hohen Unfallgefahr eventuell verboten werden. So. Entsprechende Überlegungen werden im Bundesarbeitsministerium angestellt. Das sieht man ja schon, die fällt eine ja schon Statistik aus den USA ergebe, dass doch das innerhalb lachen, eines Jahres über 50.000 Unfälle mit Rollbrettern registriert worden sind. Das Ministerium in Bonn hat die zuständigen Behörden der Länder aufgefordert, Angaben über leichte und schwere Unfälle von Kindern oder Erwachsenen zu machen. Ja, so war das damals, als Rollbretter noch verboten werden sollten.
Hast du ein Rollbrett gehabt? Nein. Nein. Nein, ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben auf einem draufgestanden und habe daraufhin beschlossen, dass das nichts für mich ist. Es ist aber grundsätzlich bei mir, ich bin ja froh, dass ich laufen kann. Das ist für mich Herausforderung genug. Und ich möchte ansonsten nichts unter meinen Füßen haben. Ich fahre keine Ski, ich laufe keine Schlittschuh, keine Rollschuh, kein Skateboard. Fahrrad ist das Maximum der Gefühle. Ansonsten kommt mir nichts unter meine Füße. Das ist einfach nicht meins. Okay. So, also wirklich, Gottes Willen, ich musste einmal in meinem Leben Schlittschuh laufen. Mhm. Einmal, weil meine Mutter sich dachte, boah, wir machen einen tollen Familienausflug und gehen Schlittschuh laufen. Und ich so, ach Scheiße, warum willst du mir das antun? Nein, das macht ganz viel Spaß. Und ich, die ganze Stunde stand ich am Rand und habe mich dort festgekrallt und habe geflucht. Das ist nicht meins. Ich bin ein Körperklaus, ja. Durchweg. Ich bin froh, dass ich laufen kann. Und ich möchte nichts unter meinen Füßen haben. Ich fühle mich da einfach wahnsinnig unsicher. Deswegen ist auch Skiurlaub, ist für mich, um Gottes Willen, never ever. Niemals. Aber du würdest dann schon mit in die Berge fahren, du gehst dann spazieren. Ja, richtig. Ja, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren. Ja, ja. Aber ich, also Skifahren, bläh. Okay. So auf dem Schlitten runterrodeln, jo, alles klar, okay. Deal. Aber Ski, ne. Okay. Ne. Niemals. Niemals. Nee. Nicht meins. Also Leben ohne Skifahren ist möglich, aber sinnlos. Also, das ist, nee, also da muss ich auch sagen, also lieber Skifahren als am Strand liegen. Der Strand wird mir langweilig. Also, Strand liegen ist gar nicht. Also, so ein reiner Strandurlaub ist auch nicht meins. Also, so 14 Tage Urgada All Inkl ist mein persönlicher Urlaubsalbtraum. Ja, also, no offense, wenn das jemand da draußen geil findet. Ne? Also, bitte mach das, ja. Da muss ich es nicht machen. Also, ist mein persönlicher Urlaubsalbtraum. Ja. Ich bin dann lieber irgendwo so in eine, keine Ahnung, Städtetrip ist dann eher so meins. Na, wir sind mit Josie sehr, sehr gerne Allgäu und so weiter. Da waren wir jetzt zweimal schon und werden da auch immer wieder hinfahren, weil das ist so, da haben wir das Beste von beiden Welten am großen Alpsee, weil den einen Tag sind wir in den Bergen wandern, in den Alpen, und am nächsten Tag liegen wir auf dem Tretboot auf dem See. Dann sind wir wieder wandern und haben immer den Wechsel. Mhm. So, und das ist echt schön. Ja. Also das funktioniert ganz gut, weil ich gehe wahnsinnig gerne wandern. Auch wenn man es mir nicht ansieht, aber das ist tatsächlich yay. Hast du gewusst, dass das Wandern auch rassistisch ist? Warum ist Wandern rassistisch? Weil, kein Scheiß. Den Take habe ich letztens gehört. Ja. Wandern ist rassistisch, weil das ja nur Besserverdienende können. Da bin ich ja das perfekte Gegenbeispiel. Ich sage also ja auch nicht, dass es stimmt. Ich sage, also, aber das war so ein Take. Warum sollen das nur Besserverdienende können? Weil, wo ist denn da die Logik dahinter? Weil die in die Berge zu kommen und die Ausrüstung ist teuer und in die Alpen zu fahren ist teuer und das schaffen halt die meisten Geringverdiener, die dann POC sind, die können das nicht. Deswegen ist Wandern rassistisch. Ich brauche weder Berge noch Ausrüstung zum Wandern. Ich kann überall wandern. Just saying. Ja. Das ist ja unfassbar. Dumm. Ja, schon, aber es war ein ernster Take. Es war wirklich ein ernst gemeinter Take. Ja. Ja. Googles, wenn ihr das wissen wollt, wenn er es gesagt hat. Es war großartig. Ja. Ja, und wie Nadine schreibt, dann ist Golf, Tennis, aber auch rassistisch und Reitsport. Richtig. Na gut, ich meine, das sind auch effektiv, sind das Sportarten für privilegierte weiße Leute? Ja. Also, sie sind für privilegierte weiße Leute dadurch geworden, weil sie halt einen hohen also aber für Golf gilt das zum Beispiel ja nur in unseren Breiten. Keine Ahnung. Ja, Golf in USA. Ich nehme an, du warst schon Golf spielen. Ja, also ja. Golf in USA ist ein alltäglicher Sport für jeden, überall und immer. Ernsthaft? Ja, wirklich. Wird medial ganz anders vermittelt. Weil du natürlich kannst du auch in den super noblen Golfclub gehen. Ja, klar, kannst du machen. Aber es gibt so viele öffentliche Plätze, die du für $5 bespielen kannst oder sonst irgendwas, wo du keine Platzreife oder irgend so ein Schnickschnack brauchst du alles nicht. Du kaufst dir einen Satz Schläger oder mietest dir ein paar Satz Schläger und gehst Golf spielen. Das musst du dir auch erstmal leisten können. Ja gut, okay, aber dann bist du jetzt im Grunde genommen, das kostet aber auch nicht mehr als Kino oder so. Also es kostet wirklich nicht mehr. Okay. Also wir reden nicht, also in Deutschland hast du ja deine, auch also nicht ich, mehr so. Ich als jemand, der mit Golf nichts zu tun hatte, das nur aus dem Fernsehen kennt, ich stelle mir Golf als eine unfassbar teure Sportart vor. Nee. Ist es nicht. Okay. Also nicht mehr. Mhm. Nicht mehr. In Deutschland ist es relativ teuer, weil du Clubmitgliedschaften brauchst, um irgendwo spielen zu können. Und früher waren die Clubs halt richtig teuer, weil du da Anteile kaufen musstest am Club, weil es genossenschaftlich meistens geregelt ist. Okay. Und das hat es zu teuer gemacht. So. Und natürlich, sage ich mal, sind die Trainerstunden jetzt auch nicht gerade ein Schnapper. So. Aber das kannst du günstiger machen. Aber ja, ich bin bei dir, es ist trotzdem kein Allerwelts-Hobby. Mhm. So weit können wir uns auf einigen. Aber das ist wirklich so ein deutscher Move, das hast du schon in England, hast du das schon nicht mehr. In den USA ist es ein völliger Allerweltsport. Da gehen wir jetzt sofort Golf, weil wenn du nie einen Schläger in der Hand hast, das kostet $10. Okay. Punkt.
So, das heißt, natürlich kannst du das auch dann High-End haben mit High-End 5-Sterne-Golfclub, klar, logisch. Und natürlich ist da der Platz auch gepflegter, logischerweise, klar, als wenn du halt so einen öffentlichen hast, wo jeder Idiot drauf rumhackern kann. Das ist ja mit einem Bolzplatz nicht anders. Genau, also, so. Wenn du klar, aber bist, das, du das, den das, das Rasen, wenn du einfach so auf den Bolzplatz gehst, dann oben überhaupt beim Reiten würde ich schon eher sagen, ja, Reiten ist sicherlich tendenziell, aber auch da über Reitbeteiligung, das kriegt man auch für eine schmalere Marke hin. Aber klar, Kosten, ein Hobby kostet sich immer irgendwas, ja. Ja. Ja, und ich glaube, der Take war halt mit dem Rassismus, Wandern ist rassistisch, lag halt im Prinzip, ja, aber Stöcke, Schuhe, bla, und nach in die Alpen fahren, kostet alles Geld. Mhm. Wo ich aber auch so gedacht habe, wieso, ich kann auch im Bergischen wandern. Ja, ja, das ist ja, ich war den Tag, waren wir mit Josie 2 Stunden bei uns um die Ecke wandern, weil wir an so einem Landschaftsschutzgebiet wohnen. Ja. So, da sind wir halt da wandern gegangen. Ja. Und fertig. Ja. Also ich meine, die günstigste Art, Sport zu treiben, ist vielleicht wirklich Basketball oder Fußball. Weil das kostet halt am wenigsten. Ja, aber ist das, also das fragt mich nicht mehr. Fußball ist ja hier in Deutschland so ein Breitensport. Mhm. Und ich bin noch damit groß geworden mit Bolzplätzen. Ja. Und dann kam ich hier ins Ruhrgebiet und war ja auch der Meinung, naja, Ruhrgebiet, Fußballgebiet, wird ja hier wahnsinnig viele Bolzplätze geben. Mhm. Nee. Nee, gibt's nicht. Es gibt mehr? Nicht viele Bolzplätze. Die meisten sind irgendwie vereinsintern. Da musst du irgendwo Vereinsmitglied werden, damit du spielen kannst. Okay. Ich will keinen Verein, der mich aufnehmen würde. Und also das geht nicht. Und klassische Bolzplätze, die waren meistens asphaltiert oder sowas in der Art. Ich hätte aber schon gerne irgendwas, wo ich mich auf die Fresse legen kann, ohne dass ich gleich verblute. Ja. Also wirklich der klassische Bolzplatz. Also wir hatten als Kinder bei uns, wir hatten halt etliche Bolzplätze, die auch mit Rasen waren und so weiter. Okay, also Bolzplätze mit Rasen kenne ich nicht. Okay. Also ich kenne, also entweder du hast einen Park, eine Wiese gehabt, da hat dann irgendjemand entweder von den Anwohnern oder von der Stadt 2 Tore aufgestellt. Mhm. Okay, da war dann halt so Metallrahmen. Ja. Okay, dann war da Rasen. Okay, aber der klassische Käfig, so Bolzplatzkäfig, der hatte zu meiner Zeit, als ich Kind war, war das Sand, Asche, bla. Und später kamen diese Gummimatten. Ja. So. Punkt. Aber mit Rasen, also wir hatten dann aber einen großen Fußballplatz bei uns vom Verein halt, also von dem örtlichen Sportverein, da war halt ein Fußballplatz, Tatanbahn außenrum und Weitsprunganlage, der ganze Quatsch. Aber durftet er den auch einfach so nutzen oder nur für einen Vereinssport? Da hat keine Sau was gesagt, wenn du da als Kind am Mittwoch mit dem Ball draufgegangen bist. Da aber das war dann wahrscheinlich noch so zu Kinderzeiten, weil jetzt hier, so als ich dann hierher kam, da war das nicht mehr so, da war Verein, also darfst du nicht hoch. Okay. Und fertig. Und das fand ich halt total merkwürdig. Wobei halt jetzt ein Fußballverein aber halt auch nicht viel kostet, ne? Ja. Also Fußballverein kostet wirklich, was kostet das im Jahr? Das ist ja richtig. Euro aber jetzt nimm jemanden wie mich, der körperlich völlig untalentiert ist. Ja. Egal für welche Sportart. Ich bin ein absolutes Untalent. Ja. Und ich war, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr im Fußballverein als Kind. Mhm. Und ich war so schlecht, dass ich nie mitspielen durfte. Ich durfte nicht mal auf die Ersatzbank mit zum Spiel. Das heißt, ich war so ein halbes bis dreiviertel Jahr, ich weiß nicht mehr genau, war ich Mitglied im Fußballverein Grün-Weiß-Schwarzheide und ich habe nicht einmal auch nur die Ersatzbank gesehen für ein Spiel. Das war für mich als Kind unfassbar frustrierend, weil ich beim Training mit einer der fleißigsten war. Ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe wahnsinnig viel trainiert, auch privat wahnsinnig viel trainiert, ich bin halt einfach schlecht. Gut. So. Und dementsprechend war das für mich als Kind unfassbar frustrierend und hat bei mir auch bis jetzt, bis zum Erwachsensein hinterlassen, ich will in keinen Verein, weil das ist nur frustrierend. Fertig. Ich bin nicht talentiert genug. Ich spiele sowas aus Spaß. So, und aber aus Spaß darf ich nicht mitspielen. Will ich nicht. Also spiele ich privat. Und privat darf ich aber nicht auf so einen Vereinsplatz. Wo spiele ich privat Fußball? Sonntagmorgens im Düsseldorf im Rheinpark mit deinen Kumpels. Okay. Also da ist also nicht nur du, sondern viele. Aber das ist ja jetzt ja genau der Punkt. Aber nein, das ist nicht genau der Punkt, aber das ist auch ein interessanter Punkt zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ja, du hast ja jetzt heutzutage, ich war nie im Fußballverein, Fußball war nie so mein Ding, also zum Gucken schon, aber zum Spielen nicht, da bin ich auch grausam untalentiert. Ja. Aber jetzt ist es so, dass der DFB jetzt zum Beispiel in seiner Jugendakademien überhaupt, wenn es jetzt auch an die Vereine geht, neue Richtlinien rausgegeben hat, neue Trainingsmethoden, dass zum Beispiel erst bist du, nagel mir nie auf die Zahl fest, 11, 12, vorher gibt es überhaupt keinerlei Wettkampf. Ja, das habe ich auch gehört. Sondern jeder darf mitmachen, permanent in jeder Zeit. Und ich frage mich ernsthaft, ich weiß es nicht. Ich frage mich aber, ob halt die Erfahrung, die man ja verhindern will, die Erfahrung, die du gemacht hast, soll ja verhindert werden.
Ach, die hat mir aber den Spaß am Fußballspielen nicht genommen. So. Ja, aber trotzdem noch wahnsinnig gerne Fußball spielt, aber dann halt privat mit meinem Kumpel. Aber die Frage ist ja, hat es dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung, hat dich diese Niederlage in deiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht? Also, braucht man als Kind diese Niederlagen auch? Und ich sage, man braucht die auch. Ich bin absolut der Meinung, ja, weil nur durch die Niederlagen lernst du ja weiterzumachen, aufzustehen, weitermachen. Und auch, vielleicht die Erkenntnis zu gewinnen, das ist halt nicht meins. Ja, ne, also ich halte es da immer mit dem Homer Simpson Spruch. Ich habe gelernt, dass das Leben eine nicht enden wollende Reihe von Niederlagen ist, bis man sich nur noch wünscht, Flanders sei tot. Und so ist das. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Niederlagen und wir stehen immer wieder auf und machen einfach weiter. Und das fängt in der Kindheit an, wo du scheiterst, aufstehst, weitermachst und fertig. Und ja, natürlich war das doof, dass ich nicht mitspielen durfte, aber es hat mir den Spaß am Fußball nicht genommen. Ich habe trotzdem wahnsinnig gerne weiter Fußball gespielt, aber dann halt mit Freunden, die auch nicht im Verein waren. Das heißt, wir waren dann alle gemeinsam schlecht, hatten aber immer unseren Schlechtsein Spaß, weil wir alle auf einer gleichen Stufe schlecht waren und alles zusammen. Dann habe ich schon wieder gut Fußball miteinander gespielt. Ich kann da völlig andocken. So geht es mir im Prinzip bei meinem Eishockey- und Inline-Hockey-Aktivitäten. Da bin ich exakt genauso. Ich war auch immer zu schlecht und irgendwie habe aber auch nie groß den Ehrgeiz gehabt, da irgendwas zu machen. Und heute ist es so, dass ich halt einfach nur noch für Thekenmannschaften mich interessiere, weil alles andere wie ich gar nicht mehr. Ich will nur noch eine reine, wo der Spaß im Vordergrund steht und wo natürlich, ich sag mal ein gewisses, natürlich wäre schön, wenn dann auch mal ein Pass ankommt, okay, ja, aber kommt halt auch nicht jeder an. Ja. Ja. Wobei ich da dann auch wieder merke, wenn die paar Mal, wo ich, das war auch 2 Jahre nicht mehr gemacht, aber wenn du dann mit Profis spielst, die wir dann ab und zu mal haben, also im Sommer waren dann so Jugendspieler von der DEG dabei und so ein Kram, da musst du ganz ehrlich sagen, da habe ich schon gemerkt, wo sich charakterlich die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Denn da waren 2, 3 Profi, also Jugendprofi, heute sind sie Profis, die würden dich auf dem Bierdeckel, also mich auf dem Bierdeckel auszocken und dabei noch eine Zigarette rauchen und die Arme verbunden und die Augen zu haben. Ja. Aber die haben einfach so gespielt, dass du eine Chance hattest, also nicht gegen die, aber wenn das deine Mitspieler waren, dann haben die dir halt den Pass so gegeben, dass du den als Laie auch oder als auch verarbeiten kannst. Wohingegen 2, 3 ich nenne sie mal meine Möchtegern-Wayne Gretzkys, gute Hobbyspieler, die sich aber dann profilieren wollten, ja, niemals mannschaftsdienlich mit mir gespielt haben oder auch anderen. Ja, das ist richtig. Ja? Die dann halt wussten, oh, wenn ich dem Chris den Pass gebe, der macht ja eh kein Tor, also kriegt er den gar nicht mehr. So. Oder sie haben ihn dir so festgegeben, dass ich den gar nicht weiterverarbeiten konnte, dass der mir vom Schläger abgeprallt ist oder sonst irgendwas. Und das habe ich bei den Profispielern nicht ein einziges Mal gehabt. Die haben den, natürlich haben die sich auch mal geärgert, wenn du dann das Tor nicht machst, wo sie dir den doch butterweich da aufgesetzt. Aber sie haben dir den gegeben, immer wieder. Und zwar auch so, dass du was mit anfangen konntest. Ja. Das habe ich wirklich gemerkt zwischen diesen guten Hobbyspielern, die auch wirklich gut waren, also die auch vielleicht früher sogar mal ein bisschen Halbprofi gespielt haben und dem richtigen Profi, das ist ein ganz anderes, ich will mit meinen Leuten spielen und will die einsetzen und nicht hier meine One-Man-Show draus machen, allen zeigen, wie geil ich bin. Kann ich unterschreiben. Als ich hier angefangen habe zu studieren, habe ich so eine Truppe von Kumpels gehabt, mit denen wir regelmäßig dann halt Fußballspielen waren. Und da war auch einer dabei, der spielte so semi-professionell im Verein, der verdiente damit schon 500 Euro im Monat, was, keine Ahnung, welche Liga das war, aber er verdiente damit Geld, hat nebenbei studiert. Und bei ihm war das wirklich tatsächlich immer so ein Profilieren, so ein starkes Profilieren. Und dann haben wir einmal, dann hat da ein Kumpel, der hat seinen Bruder mitgebracht, war Flüchtling aus Algerien oder irgendwie sowas. Und er war in Deutschland gelandet, sein Bruder in Frankreich. Und sein Bruder hat in der 2. Liga in Frankreich professionell gespielt. Und dann war der ihn besuchen und war da. Und dann hieß es, ja, der spielt jetzt mit, aber hey, der ist Profi. Verletzt den nicht, seid vorsichtig, für den hängt seine Existenz dran, also ne, heute nicht so wie sonst, vier Klopper da rein und fertig, sondern bei dem aufpassen und fertig. Und der hat aber total dienlich für uns gespielt. Ne? Also zum einen habe ich da tatsächlich das erste Mal kapiert, was es bedeutet, selbst wenn jemand in so einer 2. Liga spielt, wie scheiße gut die sind, die ziehen dich aus. Das ist unfassbar. Wenn der es nicht gewollt hat, sind wir nicht an den Ball rangekommen. Genau. Das war relativ easy. Und der war nur 2. französische Liga. Ja. Wenn wir es nicht, wir hätten den blutig faulen müssen, damit er in den Ball kommen und selbst dann hätte der sich wahrscheinlich durchgesetzt. Das war unfassbar. Da habe ich das erste Mal kapiert, was das eigentlich für eine Qualität ist, was selbst so ein Zweitligaspieler mitbringt.
Und das war aber auch jemand, der hat total dienlich gespielt. Ne? Der hat uns nicht auseinandergenommen, um uns fortzuführen, sondern der hat halt mit dem Ball gemacht, was er konnte, und hat uns aber an Szene gesetzt. Genau. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war eine ganz andere Nummer als der, ich habe vergessen. Und genau, das hat nämlich dann auch richtig Spaß gemacht, weil diese meine Möchtegern-Bang Gretzkys, die holen dann halt Schlagschüsse aus und es stehen halt nur mal Amateure im Tor. Ja. Ja. Wo natürlich jeder Schuss drin ist. Ja. Das macht weder für den Goalie Spaß, noch für die anderen, weil auch niemand auf unserem Niveau sich in diesen Schuss werfen wird, um ihn zu blocken. Ja? Und da war ich immer sehr, sehr gnadenlos. Ja? Ich war viele, viele Jahre Torwart, ich habe mich in jeden Schuss geworfen. Ich war bekannt dafür, ich bin ohne Angst. Aber dann der Pille, wenn dir mit 100, 120, 130 Sachen der Puck um die Ohren fliegt, dann das schaffst du gar nicht. Gut, so. Eishockey ist vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. Also diesen Puck in die Fresse kriegen. So. Und natürlich blockst du in dem Ligaspiel auch mal was weg. Okay, aber halt, ich rede vom Training. Anyway, wir schweifen ab. Ja, also von daher, also würdest du jetzt wo waren wir? Ach so, ja genau, hier steht ja hier Bundesjugendspiele Teilnehmerurkunde. Also würdest du jetzt sagen, das war jetzt für dich eine prägende Erfahrung oder sollte man sowas abschaffen? Ich würde überhaupt nicht abschaffen. Ich finde diese ganzen Schreie nach abschaffen ganz furchtbar, nur weil irgendwie mein Kind ist zu schlecht dafür. Ich war für alles Sportliche zu schlecht. Immer. Ich habe trotzdem immer leidenschaftlich gerne Sport gemacht. Ich war bei allem dabei und ich habe das gerne mitgemacht. Mhm. Und natürlich war es irgendwie für mich schade, dass ich keine Urkunde gekriegt habe. Ich habe nie für irgendetwas eine sportliche Urkunde gekriegt. In meinem Leben nicht. Ich habe mal eine Mathe-Olympiade gewonnen und so weiter. Immerhin, ja. Dafür habe ich eine Urkunde oder für musikalische Sachen und so weiter. Dafür habe ich sehr viel gewonnen. Aber Sport war nie meins. Ich konnte dafür andere Sachen. Aber ich glaube, das ist insofern eine Erziehungssache. Ich bin erzogen worden mit freudig über die Erfolge von anderen. Mhm, und das mache ich bis heute. Mhm. Ich freue mich bis heute, wenn andere Leute einen Erfolg haben und ich das quasi miterlebe und vielleicht sogar noch irgendwie einen kleinen Anteil dran hatte, dann freue ich mich. Und wenn ich einfach nur gesagt habe, pass auf, wenn du das so und so machst, dann wirst du es schaffen. Ja. Weil ich halt Sachen irgendwie durchblicke. Ja, und dann hat er es vielleicht deswegen geschafft und super. Deswegen ist, ich weiß, mir wird häufig unterstellt, dass ich zum Beispiel, dass ich in Spielen nicht verlieren kann. Brettspiele jetzt zum Beispiel. Brettspiele oder allgemein. Wenn wir hier bei Nerdy Christmas, wenn wir so ein Spiel machen mit den Gästen und so. Ja. Weil ich halt sehr konzentriert rangehe und in gewisser Art und Weise eine gewisse Verbissenheit an den Tag lege, weil ich will gewinnen. Ich möchte gerne gewinnen. Also für mich bedeutet ein Spiel, ich spiele dieses Spiel, um es zu gewinnen. Ja. So, ansonsten brauche ich nicht spielen. Ja. Wenn ich rangehe mit, ich verliere jetzt mal hier, wozu soll ich dann spielen? Ich spiele, um zu gewinnen. Mhm. Und dementsprechend gehe ich konzentriert ran und ich bin, sobald das Spiel durch ist, bin ich, egal ob ich gewonnen habe oder verloren habe, im Analysemodus. Und gehe durch, okay, was lief gut, was lief schlecht, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen, was hat die Person gemacht, was kann die anders machen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie bei mir antrainiert, aber ich freue mich tierisch darüber, wenn jemand anderes durch einen coolen Spielzug gewinnt. Irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe und so, finde ich wahnsinnig toll. Freue ich mich. Also mir ist Gewinnen oder Verlieren völlig Schnuppe, solange wie das Spiel spannend war und irgendwie was Interessantes dabei rauskam. Ich habe keinerlei Gewinnergehen in mir. Es ist mir völlig egal, ob ich irgendwas gewinne oder verliere. Und das war schon immer so. Es ist mir total egal. Ich habe keine hohe Frustration. Also meine Frustrationslevel ist sehr niedrig. Okay. Ja, ich verliere unglaublich schnell die Lust daran, wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich das will. Okay. Nee, damit ich sogar eher verbissen und sage, scheiße, warum jetzt? Nee. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade wieder festgestellt, mir fehlt zum Beispiel bei FIFA zum Beispiel, da fehlt für mich so ein Schwierigkeitsgrad genau in der Mitte zwischen dem einen, den ich spiele, der eigentlich viel zu leicht ist und dem anderen, der aber schon wieder genau so in der Mitte fehlt mir einer. Ja? Aber liegt das vielleicht daran, dass du für den einen, der dir schon wieder zu leicht ist, dass der dir zu leicht geworden ist, weil du besser geworden bist? Der war dir doch zum Anfang garantiert nicht zu leicht. Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Aber da, und ich bin in einer Sache, bin ich auch gnadenlos. Da habe ich dann auch kein Mitleid mit meinen Opfern. Das ist halt Super Mario Kart. Ja. Oh, da müssen wir das mal spielen. Da muss ich sagen, da kenne ich kein Mitleid, auch mit Sechsjährigen nicht. Ja. Ich kenne mit niemandem Mitleid beim Spielen. Wenn ich spiele, dann gewinne ich. Egal, ob das mein kleiner Neffe ist oder nicht. Ja. So, da bin ich mit meiner Schwägerin teilweise schon anderen geraten, die gesagt hat, jetzt lass doch den Kleinen gewinnen. Ich so, nein. Der muss auch mal Niederlage lernen. Ja? In der Schule darf er schon dauernd gewinnen. Das war vom ersten Tage an. Der muss sich anstrengen, um zu gewinnen. Und es wird nicht betrogen.
Es wird nicht betrogen, wenn du betrügst. Weil haben mein Neffe und meine Nichte haben das von Anfang an gelernt, wenn sie bei Onkel Christian bescheißen, ist das Spiel vorbei. Mhm. Ich bescheiße auch nicht. Mhm. Ich spiele ehrlich, weil ich habe keinen Spaß daran zu gewinnen durch Betrug. Und ich erwarte das Gleiche von anderen auch. Wenn, spielt ehrlich und gewinnt ehrlich und fertig. Und das Kind muss sich anstrengen. Und fertig. Ne? Das muss gewinnen wollen und das Spiel spielen wollen. So, natürlich gebe ich dann nicht Vollgas und gebe auch mal Tipps und sage, hey, wenn du das so und so machst, dann, ja, ne, dann hast du mir ein Ding reingewirkt. Ja. Klar, das gehört dann irgendwie dazu. Aber ich spiele nicht mit angezogener Handbremse. Mach ich bei keinem Spiel. Nee, bei Mario Kart sowieso nicht. Da geht's an meine Zockerehre. Sag ich so, wir können auch das Alter auf dem N64 spielen oder auf dem NES, ist mir egal, ja. In dem Punkt bin ich flexibel, dann müssen wir das mal spielen. Ja? Das macht doch bestimmt Spaß. Da hab ich Bock drauf. Sehr gerne. Also du kannst die Konsole frei wählen. Ich mach dich überall platt. Bist du sicher? Ja, sicher. Bin ich gespannt. Ja, wollt ihr das sehen? Dass wir mal hier eine Super Mario Kart Battle machen? Weil eine Switch hätte ich. Also wenn du auch eine hast, aber ich hätte eine. Das geht, glaube ich, sobald unser neuer Rechner am Start ist, den werde ich jetzt Anfang November an den Start bringen. Sobald der neue Rechner am Start ist, dürfte das funktionieren. Okay. Dann machen wir das. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo noch so ein komisches Streamlink-Gedöns rumfliegen oder sowas, wo man das, ich weiß nicht genau, wie man die Switch jetzt in den Stream als geht, aber ich weiß gerade nicht wie. Aber mit der Capture Card. Genau. Und die haben wir da. Ah, die habt ihr da? Ja. Ja, perfekt. Also, eine Switch könnte ich mitbringen und dann, ja, dann können wir das ja beim nächsten Mal machen. Dann schreiben wir uns das mal auf. Das finde ich gut. Ja. Da habe ich Bock drauf. Perfekt, dann machen wir das mal. Das könnte auch ein Spiel sein für Nerdy Christmas Live. Habe ich gerade auch schon überlegt. Aber trägt das vor Publikum Mario Kart zu dritt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber ja, man könnte ja zu viert, man nimmt mal Zuschauer mit rein. Wer möchte noch mitmachen? Ja, können wir mal gucken. Ja, natürlich 200 Kubik, ja klar, ne, logisch, und auch alle Items auf Insane und so und natürlich auch mit... Ich kenne diese ganzen Optionen gar nicht. Ja, Moment, bist du jetzt ein Gegner oder bist du von vornherein schon ein Opfer? Das finden wir heraus. Ja, das werden wir herausfinden. Gut, oh, ein Anruf aus Großbritannien. Oha. Den drücke ich mal weg. Ach, das hätte jetzt aber der Anruf deines Lebens sein können. Die Royal Academy hat angerufen, die Royal Shakespeare Academy, hätte ich gerne für ihr nächstes Stück. In Großbritannien sollen wir erstmal eine Nachricht schreiben. Oh, die sind aber hartnäckig, ja. Na komm, gehen wir mal live rein. Mach auf Lautsprecher. Hallo? Oh. Füge mich auf WhatsApp hinzu. Oh. Ach so. Hallo, ich möchte mit dir über die Arbeit sprechen. Bitte füge mich auf WhatsApp hinzu. Wer fällt denn darauf rein? Ich! Jetzt sofort. Na komm, das könnten wir jetzt live machen. Jetzt sofort auf einmal und dann mal gucken, wie es geht. Wer fällt denn darauf rein? Oh Mann, Mann, Mann. Ja, vor allen Dingen dann auch noch mit so einer schlechten Roboterstimme. Ja. Hallo, ich möchte mit dir über die Arbeit sprechen. Bitte füge mich auf WhatsApp hinzu. Auf Telegram kriege ich auch ab und zu so Nachrichten, wir hätten ein Jobangebot für sie und so weiter. Ich hatte gestern einen Anruf von einem ganz komischen Nummernformat, habe ich so noch nie gesehen. Okay. Warte, ich zeig's dir. Ich gib's mal. Da. Plus eins, USA. Das ist eine amerikanische Nummer. Aber dann mit diesen Strichen dazwischen, ja? Ja. Keine Ahnung. Ja, das kannst du. Ja, PayPal-Anrufe hatte ich auch schon. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich beim ersten Mal in der Tat ein bisschen erschrocken im ersten Moment, ja, weil ich justamente wirklich gerade diesen üblichen PayPal-Anruf zum Verifizieren erwartet habe. Ah, okay. Also es war halt wirklich gerade eine absolute Überschneidung, ja, um wenige Sekunden. Und da war ich wirklich so, weil dann sagt nämlich da die Stimme, von ihrem Konto wurden 700 Euro abgebucht. Boah, kann ich mich vertippt. Ich wollte sagen, scheiße, das ist ja ein Albtraum. Shit, habe ich mich gerade vertippt, ja. Das war wirklich, aber ansonsten frage ich mich ernsthaft. Aber ihr wisst, ne, Chat da draußen, wenn ihr solche Anrufe kriegt und man rangeht, ihr dürft nie Ja sagen, weil die wollen ja eine Stimme auf. Also wenn die dann sagen, spreche ich mit dem Herrn Christian Quitschke, ja, ganz schlecht. Ja, darfst nie Ja sagen. Weil dann mache ich auch nicht. Dann nehmen sie das Ja und packen das dann am Ende in so eine... Meine Antwort darauf auf solche Fragen ist immer, das hängt davon ab, mit wem ich spreche. Ja. Ja. Das ist meine Antwort. Wer will das wissen oder sonst irgendwas, ja. Ja, liebe Leute da draußen, ich glaube, wir kommen mal langsam zum Ende für heute. Genau. Der Quitschke muss arbeiten. Der Quitschke muss noch ein bisschen was arbeiten. Wir sehen uns ja hoffentlich am 31. zur Halloween-Party. Du postest nochmal den Link. Ja. Sei doch mal so nett, da kriegst du noch ein kleines Getränk dazu und auch nochmal 15% Rabatt oder sogar noch mehr. Und eine Party ist inklusive auch noch drin. Also von daher, wenn das kein gutes Angebot ist,
dann weiß ich auch nicht, ja. Und dann, ja, also in 14 Tagen ist es ja schon soweit, dann hoffen wir, dass wir uns... Können wir das nochmal einblenden? Genau, wir blenden es auch mal ein, das ist die liebe Mina, ja. Sie wird sich auch ein schönes spooky Cosplay ausdenken. Wir werden auch, ja, irgendwie werden verkleidet auch sein. Irgendwie verkleidet sein, definitiv. Wir haben natürlich ganz viele Halloween-mäßige Spiele, die wir machen, und das wird ein bunter Abend, und es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Ihr werdet wirklich Spaß haben, und wer nicht, kriegt sein Geld auch nicht zurück. Ja. Und es gibt diese Groupon-Aktion dazu. Ja, genau. Hier, da geht ihr hier auf Wähle Veranstaltung, ja. Sucht raus Nerdy Christmas Halloween Edition. Jawohl. Sucht dann den Termin, das ist der 31.10. 20 Uhr. Genau. Und zack, seid ihr da, 15,21 € mit Rabatt nur noch für 9 Stunden. Genau. Und da ist ein Getränk dabei. Das so ist also auch. Ist und ach, und ein Snack. Snack auch noch. Und Getränk, Getränk und Snack. Snack und das kann doch gar nicht besser sein. Eben. Also wirklich für 15,21 € eine Halloween Show und Party. Ja. Was wollt ihr denn mehr? Ganz genau. Na? Ja, wann streamst du wieder? Morgen. Du wieder? Morgen schon wieder. Morgen. Murmelmontag. Genau, dann, ne? Nee, morgen ist Nessie auch hier. Ah, okay. Und tatsächlich, da ich jetzt dann doch keine Probe morgen habe, mhm. kann ich dabei sein. Das heißt, morgen um 19.30 Uhr sind Nessie, also vermutlich 19.30 Uhr. Kann ein bisschen später werden. Wir müssen davor noch ein Unboxing aufnehmen. Morgen 19.30 Uhr werden Nessie und ich hier sein und streamen. Achso, und wer sich fragt, warum das September an, nee, das Oktober-Unboxing noch nicht da ist, der Sound musste tatsächlich vom Stefan repariert werden und ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, das Video zu basteln. Das werde ich dann auch erst morgen höchstwahrscheinlich schaffen. Das heißt, wir werden in nächster Zeit viele, viele Unboxings posten, da ich 2 Lootboxen im Auto habe und 1 müssen wir noch posten. Prima. Ja. Dann freut es uns, wenn es euch gefallen hat, dass wir euch die Zeit versüßen konnten. Empfehlt uns weiter und dann sehen wir uns sicher bald wieder. Also auf jeden Fall live am 31. oder und auch hier. Und dann beim nächsten Mal würde ich gerne mit dir über die Stuttgarter Oper reden. Das haben wir nämlich heute nicht geschafft. Ach Gott, über die Stuttgarter Oper. Na. Ja, weil ich, erinnerst du dich, was ich glaube ich im letzten Stream sagte? Deutsches Theater ist, wenn eine dicke Frau nackig auf der Bühne masturbiert. Ja, ja, sind aber alle nackt und schreien. Ja, ja. Und in Stuttgarter Oper so, holt mein Bier. Ja. Ach, das ist für mich ist das so ein Nichtskandal. Das ist schon wieder so viel heiße Luft um nichts. Aber genau deswegen will ich mir darüber reden, beim nächsten Mal. Dann müssen wir, das Problem ist natürlich, dass wir da, das würde ich ja gerne mit Bildmaterial und so weiter auch ein bisschen zeigen, aber das geht halt nicht. Wegen Nippelalarm und so. Das heißt, das müssten wir tatsächlich ein bisschen vorbereiten. Dann kannst du ja mal gucken. Müssen wir tatsächlich ein bisschen vorbereiten, weil wer es nicht mitgekriegt hat, die Stuttgarter Oper hat eine Inszenierung immer noch am Laufen mit, ja. Ich nenne es mal Religionskritik. Ja, aber wie gesagt, mal gucken. Es fällt mir jetzt gerade ein, dass ich es eigentlich mit dir noch ansprechen wollte, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Ja. Gut. Ist tatsächlich, die Regisseurin ist eine der angesagtesten Regisseurinnen unserer Zeit. Ja, kann man gar nicht anders sagen. Also der Name ist sehr bekannt. Sie ist bekannt für ihre sehr, 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 sehr herausfordernden und modernen Arbeiten. Ach, na dann. Dazu später mehr, aber nicht bei der Halloween-Show. Die wird anders lustig. Ja, ja. Vielleicht sind wir da nackt. Mach vielleicht sind wir. Ja. Das wäre ein Grund für Albtraum. Ja, ja, ja. Also. In diesem Sinne, macht den Jod. Bis dann. Dann. Passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen 19.30 Uhr. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.